So, hallo, hallo. Los geht's, kleiner Mikrofoncheck. Das habe ich noch nicht, Ruby. Das ist natürlich eine überragende Idee, aber ich habe nicht so viele Plätze. Ich muss natürlich priorisieren. Ja, aber du hast doch dein eigenes Emote hier. Es gibt das Ruby-Emote. Ist die Frage, was kann ich löschen von den Emotes? Ich kann natürlich den Frisk löschen. Hast du das noch nicht gesehen? Du hast dein eigenes Emote, Boy. Guck, wie sweet du bist. Ja, guck mal, ich find's voll gut geworden. Muss schon sagen, also. Schon mit dem Hai zusammen ist schon das Beste, denke ich. Da sind sie, die Meute. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zur Replay-Liga von Maralikos. Makroblob, ich grüße Sie. Optimal, ich grüße dich. Der Stahlbolzen, eine Legende. Maralekos. Hallo, Maralikos natürlich. Ein bisschen, ein bisschen. Wir haben doch gerade die Emotes bewertet. Probi wünscht sich nämlich gerne den Hai-Hai. Ein Hai, der Hai sagt. Ah, ist die Frage, ob dafür was rausfliegt. Vielleicht schmeiße ich hier das Tankeding dafür raus. Weil es reicht ja, wenn wir hier die Party-Tankstellensäule haben. Denke ich. Darauf kann ich eigentlich verzichten. Ansonsten weiß ich nicht, auf was man verzichten könnte. Da, hier drauf auf jeden Fall nicht. Auf das wunderschöne Roach-Emote. Wir sind alle selber gemacht, Acid Burn. Versteht ihr denn eigentlich die aktuelle? Was sagt denn die Akt. Was soll das sein? Links. Ich habe auch Follower-Emotes, Seth. Du kannst mehrere benutzen. Es gibt Follower-Emotes. Mehrere kannst du benutzen. Check mal. Außer du bist mir nicht gefolgt. Dann kannst du keine benutzen. Da, daran liegt's wohl, mein Lieber, hä? Ja, das ist natürlich ein Premium-Sub-Emote. Ne? Parubi, die Premium-Emotes. Aber normal müsstet ihr benutzen können. ist gut. Er hat noch keinen Guide gemacht. Ich weiß nicht, wie man followt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ich muss mal gucken, wie komme ich denn da hin, wo man hier Zuschauer, Belohnungen, Emotes, Follower-Emotes, der Sharkboy, der Perubi. Ich kann die Tanke eigentlich rausnehmen. Da mache ich auch den kleinen Perubi rein. Für Perubi, dass er. Perubi hat kein Geld. Der muss natürlich dann auch sein kleines Emote selber spammen können. Normal müsste ich diesen Sofort-Upload-Ding haben können. Oh. Ich kann aber das Perubi-Emote nicht hochladen. Ich habe es gerade gelöscht, das andere. Oh, oh. Also ein Emote weniger und kein neues. Wieso kann das Perubi-Emote nicht hochgeladen werden? Es ist doch drin. Ist es bei Downloads? Ich denke. Doch, da ist es doch. Wie nennen wir es? Da muss ich wieder die Namensschreibung beachten, sonst ist der wieder getriggert. Perubi for free nennen wir es. Guck, jetzt hast du dein eigenes Emote, kannst du auch benutzen. Ja, weil es ein freies Emote ist. Perubi for free. Jetzt müsste es gehen. Vielleicht muss man refreshen. Aber normal müsste jetzt jeder den kleinen Perubi posten können. Ja, guck mal hier, meine Premium-Subs wie der Acid, die können natürlich alles. Was davon ist am blödsten, Acid? Was findest du? Was soll ich löschen? Die Tanke, ne? Perubi ist gut, der Sharkboy ist gut. Falls ihr es nicht merkt, ich überbrücke, bis der Soon da ist übrigens. Perubi Hallo, ich löschen? bin Soon. Das ist ein Soon. Wir haben gerade nur überlegt, welche Emotes weg können. Weil ich Platz habe, der Perubi möchte unbedingt den Hai-Hai haben. Ein Hai, der Hai sagt. Heil Hai. Ein Hai-Hai, ein Hai, der Hai sagt. Nicht Heil-Hai, Ach kein so, Name, Leute, nein, ich das ist was dachte. anderes. Jetzt hast du wieder fast verwechselt. Tut mir leid. Naja, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die Ja, ich habe ich einfach mal. dir geschickt im Stream. Sarkrush Ursi ist das erste, danach war es noch Mercy. Das kannst du einfach sagen. Tagrasch, Ösi das erste. Ja. Map 1 ist am besten immer zuerst. Ja.
Haben wir mir schon gedacht, Runis, die sind alle nicht geordnet. Die sind alle unterschiedlich. Ja, ich weiß, das ist, aber die sind richtig nummeriert, aber sie sind irgendwie, die verschieben sich dann irgendwie, wenn man sie sich zuschickt. Ja. Wenn du, also ja, wenn man sie genau, runterlädt, dann schieben die sich manchmal durcheinander. Jetzt kommen hier die seltsamen Parubi-Symbole, was der da alles hat. Ja, wir fangen an! Warum hab ich eigentlich kein Emote? Was mach ich zu dir? Schokolade? Ja, ne? Pommes? Ist halt schwierig. Wir brauchen noch irgendwas. Ein Wolf? Weiß nicht. Jetzt ist halt eine Frage. Was du willst, ich mach dir eins. Ja. Aber bisher hatten wir jetzt noch nicht so. Die Metapher. Ist noch zu soon, ja. Malikas, das ist es. Blizzard soon? Okay, wir gehen live in den. Was hab ich's genannt? Morale Cast. Live Cast. So, mal gucken, ob ich jetzt Ärger krieg, weil ich alle Sachen da eingebaut habe, ob das stört. Ich find's eigentlich ganz cool mit den ganzen Werbedingen, auch von der Ripple Liga. Der gute Lelis muss ja auch für seinen Support belohnt werden. Genauso wie hier Musikpot. Jetzt sitzen alle drei drin. Mal gucken, wie es ankommt, ob ihr es gut findet. Wir gehen rein auf Curious Minds. Und es ist unten rechts gespawnt. Der Össi als Zerg in Road. Und oben links in einem wunderschönen Blau für Team Easy Tools. Spielt ja auch die Easy Tool Rasse. Es ist Zagrasch. Ja, erstmal checken, ob auf Server Plus. Wie war das? Shift B? Steuerung Shift B? Das war der Suchlauf? Du, bin ich Host oder du? Nein, ich aber. Du sollst nichts drücken! Du sollst nichts drücken! Shift ja, B. Shift B. Shift B ist richtig. Ja, Shift B ist wirklich richtig. Ja. Okay, cool. Du hast aber nur B gedrückt direkt, ne? Ist klar. Nee, ich hab Steuerung B geklickt. Du hast gerade 84 Stunden gecastet und hattest wahrscheinlich keine Kontrolle, dann konntest du auch keinen Mist bauen. Wieso habe ich dir Kontrolle gegeben? Oh Gott. Falls mir irgendwas passiert, ruf die Polizei. Oh. Also, wir gehen rein. Der Zagrash hat bisher gespielt. Einmal, wie alle anderen auch in der Liga. Und wir gucken uns mal an, wie es bisher gelaufen ist. Er hat gegen den Hai gespielt. Er wurde vom Hai aufgefressen, sagst du. Ja. Meinst du, das war so deutlich? Nee. Ich meine nicht, ich habe es zwar gecastet, aber meine Erinnerung ist komplett weg. Ich erinnere mich noch an Mercy Marek. Aber 2-1 war es, ja gut. Ne? 2-1 hat der Sagisch verloren. Ist jetzt unter Zugzwang, weil ich denke schon, dass er hier auf jeden Fall Möglichkeiten hat, auch gut abzuschneiden. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es im anderen Matchup läuft. Oh nein, Seth, ja. Soll ich dich schnell wieder rauswerfen? Das tut mir leid, dass du aus Versehen verlaut hast. Ich hoffe, du kannst das emotional verkraften. Ach du Jemene. Auch noch Mercy 1 geschenkt. Okay. Er hat kein Geld, no money, braucht den Sub, ach so, es macht Sinn, es ist durchdacht, vielen Dank, mein lieber Seth, ich folge dir natürlich auch sofort, sobald ich gleich kann, und mache dazu ein Aladus-Video. Okay, einfach ist klar, Leute, wir haben gesehen, es gab eine One-Gate-Expand, wir haben den Core gesehen und sehen dann ein Twilight, ganz interessant, Curious Minds, eine Zeit lang wurde gesagt, ja, gegen Zerg immer Twilight gehen, weil vieles andere ist scheiße, weil Skytos ja nicht ging, ne? Jetzt mit dem neuen Patch, wo es anders ist, ist das ein bisschen ad acta gelegt. Man kann alles machen wieder. Wenn man Twilight geht, Zerg kann viel sehen auf dieser Map. Kann auch richtig blöd laufen. Und wir sehen, es ist anscheinbar der klassische Weg. Oder es kommt noch der DT-Shrine. Aber wir sehen auf jeden Fall eine Robo und sie wurde auch schon gescoutet. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte Zerg. Denn er weiß jetzt, okay, da kommt irgendwie Aggression. Ja. Und da ist der T-Shirt. Ja, genau. Und auch die T-Shirt. Sonst wäre auch schon ein zweites Gate früher gewesen. Auch den Link mit dem Pro-Pull gekillt, ziemlich nice. Also ein bisschen den Saber raushängen lassen, ne? Dein Reaper-Catch. Ja. Dafür bin ich bekannt. Nicht bekannt. Ja. Oh, was sagst du, DT-Drop? Ist bad. Das so, ist gut oder? Nee, ist voll bad inzwischen. Habe ich sau gern gespielt früher. Früher immer die T-Drop into irgendwas. Kannst alles machen hinterher. Also so vor, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder 3 oder so. Habe ich noch einmal kurz gespielt als Protoss. War auf so schlechtere MMR, da ging das super. Aber hier jetzt inzwischen, weil der Zerg so gut scouten kann immer, ist eigentlich immer sehr gut prepared. Ich wundere mich immer, dass jemand gut Schaden damit macht.
Ja, wegen Pickup Range auch vor allem. Ja, ja, man verliert dumm die DTs, surrounded schnell. Ich weiß nicht, also Archon Drop ist halt bad, vor allem du spielst die T-Drop, es klappt nicht. Auf einer größeren Map, okay, Archon Drop hinterher. Du lässt den Zerg ein bisschen drüben und Makros ab, holst die dritte, geht fein. Q ist meins, was willst du denn machen? Du fliegst hier rum, er sieht alles. Wenn die T-Drop nicht klappt, kriegst keine dritte hoch, er kann dich totprinten. Ja. Ja, die zählen, Seth, kannst du gerne einlösen. Ich persönlich bin großer Fan von Pickup tatsächlich, obwohl ich keine Schokolade mag. Oh, jetzt gehen sie rein, die DTs. Ja, ich hab dich ja eben den Schokoladentobi getauft. Das hat mir Potenzial. Der Schokotobi. Okay, so. Interessant. Das ist natürlich die Frage, ob der Herr Macher Lickers das akzeptiert, wenn ich auf Französisch seine Liga cast, weil es auf YouTube hochlädt. Ne? Aber es zählt natürlich auch fürs Zoom. Der Zoom darf jetzt auch nur noch Französisch sprechen. Oui. Bien, encore Zoom. Explique ça. Qu'est-ce qu'il fait, le Cerqui? Hein, aussi. Qu'est-ce que tu penses? Bonjour. Très bien, très bien. Une analyse très bien. Donc, nous avons un petit harassement avec deux arcans. Il attaque l'Overlord et encore il lutte contre quelques lignes et les queens arrivent. Donc, c'est très dangereux ce qu'ils font. Mais le prisme est là et donc ils peuvent échapper. Donc, le prisme va essayer d'attaquer la main base, mais il y a des spores, donc ce n'est pas possible, et donc il va essayer de faire quelque chose à la B3, mais à la B3, les queens sont déjà là, et aussi une spore, et donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Nous avons seulement deux props qui sont morts, donc pas bien pour Zagrash, et donc je pense que c'est très bien pour aussi, mais on ne sait pas. Pourquoi il a seulement 44 drones? Sagen die Drohnen? Ich weiß es gar nicht. Du fragst den Falschen. Ich habe keine Ahnung. Soll ich die Logos wegmachen? Schnell, machst du weg. Was willst du wegmachen? Die Logos mache lecker. Sag mir ruhig, die mit einem Klick sind die weg. Weil das sind ja die zwei von der Dingsliga. Und das andere ist von Zendex, die Dinger. Lettuce. Ja, war das genug? Ja, sollte reichen, sollte reichen. Ich denke, ist glücklich. Bitte, Sohn. Was? Bitte, du darfst wieder Deutsch reden. Alles klar, komm raus, kein Problem. 2 Sekunden. Drüber Pause, Sohn. Ich passe drüber Pause, was? Pause, zack, bumm. Und weiter geht's. Okay. Würdest du sagen, der T-Drop hat genug Damage gemacht oder nee? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, er hat nicht gut gemakrot, der Ursi. Er hätte besser makron können, ist okay. Ist alles fein, aber mit so einer guten Defense hätte er richtig davon ziehen können. Ja, okay. mal schauen. Ich glaube auch, ja. Ruby Seis macht nie genug Schaden eigentlich. Wollen wir sehen, ob jetzt noch was geht. Er hat viele Immortals, 3 Immortals gebaut. Relativ später Push, aber. Hat auch sehr, sehr viele Sentries. Hat auch plus 1 schon. Gegen. Auch plus 1, okay, nevermind. Ja, ich weiß nicht. Mit den Force Fields kriege ich immer was möglich. Aber Banelinge, wenn die natürlich gut reinlaufen, dann ist sehr, sehr viel möglich für den Zerg. Mal gucken, was gut splitten. Da wäre ich jetzt nicht drauf gegangen. Der Zerg würde einfach da bleiben, weiter Makron an dieser Stelle. Der ist auch ganz vorne. Der gute Ursi, Prism, fährt hier rüber. Ich würde nicht die Choke hoch, da kann er nämlich gut arbeiten. Macht er auch jetzt. Aber gehen durch die Bytes schnell down. Wieder gute Force Fields, gehen durch die Bytes gut down. Das hätte er nicht fighten sollen an dieser Stelle, denke ich. Es läuft aber trotzdem ganz okay für den Zerg noch. Ja. Prism in der Main. Prism in der Main. Wie viele? 8 oder so? Zellers gehen jetzt in die Main rein. Ja, das ist starker Schaden. Das andere ist aber komplett overwhelmed worden. Jetzt rennt er auch zurück. Lebensnotwendig, weil wenn er draufgegangen würde, wäre er tot. Hätte er jetzt einfach die Main evakuiert und nachgebaut und wäre draufgegangen, hätte er das Spiel gewonnen an dieser Stelle, glaube ich. Aber. Und das wäre ganz wie das Base Crit Szenario gekommen. So, ja. Klärt er sie erst. Ist bei. Na, 57 Arbeiter nur. Scheinbar ganz gut gelaufen, eigentlich für den Protoss, aber der Protoss ist natürlich immer noch auf 3 based und stellt jetzt praktisch immer noch die gleiche Army, während der Zerg zumindest was Upgrades und Tech angeht, weiter rusht und auch Infestation Pitch schon im Bau hat. Ja, aber mit so einem Plus 2 Timing vielleicht ran.
und da nicht noch was machen. Ich meine, Prism ist auch noch hinter der Main, das heißt, da ist auch noch Potenzial für Damage da. Aber 4 DTs, da werden wahrscheinlich auch zu Arkans werden, ja. Ich glaube, der Gameplan ist es hier, ich wollte gerade sagen, einfach weiter durchzudrücken und zu erleben, dann kommt ich wieder Base. Ich weiß nicht. Ja, hier ist wieder eine sehr schwierige Situation. Für den Protoss. Die vierte zu halten ist hier immer sehr, sehr eklig. Bei 39 eine vierte ist natürlich heftig. Oh, Schallbolzen, vielen Dank für den Sub. Danke, danke, mein Lieber. Gönn dir die Emotes. Der Carrier mit Rollator, den muss ich dir natürlich dann basteln, ne? Oder was braucht der Stahlbolzen? Ich weiß nicht genau. Wünsch dir was, Stahlbolzen. Ich bastel dir ein Emote. So einen alten Carrier mit, weiß ich nicht, im Rollstuhl, der viel geleistet hat schon in seinem Leben. So schwierig. Carrier im Rollstuhl. Das würde ich gerne mal sehen, wie du das zeichnen möchtest. Und zum Gesicht? Ich weiß nicht. Da geht's drauf, auf der oberen Seite der Map. Wir haben übrigens sehr gute Map-Vision für den Protoss, überraschenderweise auch. Er hat beide Watchtower besetzt mit Zealots. Weiß ich jetzt nicht so gut, ob das es wert ist. Dann der Run bei unten. Wird aber auch eigentlich gesehen. Prism ist auch immer noch hinter dem Main. Aber die Linke sind auch in Position dafür. Ja. Hat hier auch ein +2-Timing jetzt. Schnelle Reaktion, schnelle Reaktion. Ja. Und die Bandlinge werden gerade gemorpht. Und die Linge werden weggezogen. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, entweder hätte er drauf gehen sollen direkt oder es lassen sollen. Das Warten jetzt, dass die Bandlinge alle fertig werden, war, glaube ich, keine gute Idee. Aber wenn der Össi alles in die Arkans intet, dann ist viel möglich auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Aber ich glaube, man traut sich nicht so richtig. Prism ist da. Prism macht viel Stress. Oh, aber perfekt abgewehrt von Össi. Össi macht eine gute Defense. Den Socker ziehen, aber ist ja auch Blink da? Ich nehme das Blink da, das heißt, die Socker haben nicht so viel Value. Nee. Jetzt haben wir Storm. Ja. Nicht so als auf die Banes, die Storms, aber die Banes gehen in die Archons. Ich glaube aber trotzdem, das reicht doch für den Zerg mit Reinforcements hier nicht zu sterben. Auf jeden Fall. Er muss halt die Banes einfach nicht in die Archons schicken. Bisschen mehr warten, beilen, nachbauen. Ja, vor allem so eine Prison. Aber Upgrades werden jetzt interessant, glaube ich. Und, immer nur so zwei Templer oder so zu haben für AOE reicht nicht so ganz. Ich würde lieber die Schmutzunit sehen, bei der Maralekos eine geballte Faust auf einmal bekommt, nämlich die Disruptoren. Die zu dem Style dazu, wenn noch Blink da unten Disruptor dabei ist, eigentlich ganz geil ist, aber ist schwer zu spielen. Hier oben, nehmen eine Menge raus. Ja, wo sind die ganzen Units hin? Die sind hier runtergelaufen. Ja, sind runtergelaufen. Ja, wieder in die Archons, aber jetzt sind alle Archons weg. Und jetzt ein paar Banes, ist natürlich stark. Dann wird zwar weggeblinkt und in die Immortals wahrscheinlich gefahren, aber ob das dann der Weg ist, glaube ich auch nicht. Auf der oberen Kartenhälfte sehen wir jetzt hier beide Engstelle ohne Sentries und go auf die, was ist es, die vierte vom Zerg. Ja. Kommen auch drei DTs und noch ein DT unten. Muss ein bisschen Druck zu machen. Ja, das ist jetzt sehr gut, sehr gut. Aber der Zerg müsste jetzt eigentlich auf die Army und könnte sie komplett crushen. Aber sehen wir. Ja, gut versteckten Spire hier. Aber keine Spore da, keine Spore da, die sind alle gemoved worden zum Prism verteidigen. Und jetzt ist es schwer, das zu verteidigen, wenn hier oben es rauf geht. Ah, guter Storm in die Defense, aber er lenkt mehr ab mit der Armee. Während hier die DTs den wirklichen Schaden machen. 14 Worker sind schon down gegangen. Ja, sieht sehr gut aus hier für Zarkasche sich noch. Hat auch noch eine Menge Storms parat. Alles surround. Auch ja, ich glaube, jetzt ist die Armee aber da in einem kleinen. Na, hat sich noch besser gehalten, als ich dachte. Aber die ganzen Core-Units gehen natürlich down. Aber 39 Worker. Ich will die DTs-Emotes sehen eigentlich. Habe ich noch DT-Emotes in meinem Chat? Wehe, wenn nicht eigentlich. Weil jetzt braucht man sie. Die Schmutz-Unit des Protoss. Weil die gewinnt hier gerade das Game. Während alles andere nicht funktioniert. Die DTs, die reißen es. Er lenkt ab mit der Armee. Und währenddessen, er spielt ein bisschen PvT. Eigentlich. Jetzt ein bisschen, ja. Falsche Matchup, aber funktioniert. Ja. Gegen Zarkrash zu schwach im PvT, aber im PvT gegen Össi, der Zerg ist, spielt er es gut. Ja. Also das heißt zu schwach. Der Hai war natürlich unschlagbar. Als Nummer 1 predicted, der unschlagbare Hai. Ja. Stargate Transition wird hier auch schon angedrückt, ja. Fünfte Base im Start. Jetzt hat er so viel Schaden gemacht. Jetzt sollte er sich auf seinen Hintern setzen, Carrier bauen und er kann jetzt eh eigentlich nicht getötet werden. Was das Ganze jetzt interessant machen würde, wenn Bane Ringer runbar ist.
Plus eins auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob Bending Run bei ist. Ich glaube, wenn er so, wenn er gut reagiert, ist auch nicht so krass. Ja, hier unten halt, ne? Die 9 Uhr ist ein bisschen. Ja, exposed. Aber, das aber er kann sich auch nicht. Er kann sich auch nicht erlauben, viele Bandinger wegzuwerfen, dann wird er getötet. Ja, genau. Weil er jetzt so viel Worker nachbauen muss. Nochmal ein kleiner Ling Run bei. Knabbert aber auch nur die, den Nexus an. Der Zelda Run bei unten. Kriegt vielleicht die Queen. Und so den Ravager. Ganz nett. Ja, der macht, kriegt sogar sehr viel mehr, der kriegt schon wieder alle Worker und mehr. Fast sogar die Äxte, also diese, diese kleinen Mini-Run-By hier, für, hat unfassbar viel Schaden gemacht. Ja, da nutzt der Össi, da ist glaube ich der F2-Hotkey ein bisschen zu attraktiv gerade. Da, das verstehe ich gar nicht, ich als niemals F2 benutzender Spieler, Themenwechsel, der Zerg auf 3 Uhr baut Drohnen und geht raus. Oh, dann kommen wir für GG. Okay. Die haben nicht einmal den Battle Report bei Wang genutzt, oder? Doch, ich habe ihn gezeigt. Ich ha- dass er okay, geht, okay, dass er geht, habe ich gezeigt und dann haben wir ihn nicht benutzt. Okay. Ich kann ihn aber jetzt noch drücken. Ich kann jetzt noch drücken. Und dann sehe ich den vom Anfang. Okay, Mist. Alles klar. Jetzt geschickt. Ich muss ja nichts beachten. Ich kann ja immer rausgehen. Du machst die Maps ja auf. Nee, ich mach die Maps auf. Das ist das Schöne. Ich muss nur beachten, dass ich die richtige Map aufmache. Kann auch nicht sehen, wie lang das Replay ist, zum Glück in der Lobby. Ja, das habe ich ja auch immer gedacht früher, dass man das da sehen kann. Aber das ist ja die Uhrzeit. Das geht nicht. So spät haben die gespielt. Bei mir steht 4 Uhr morgens, viel schlimmer. Achso, wegen der koreanischen Zeit. Ja, ja, genau. Ja, gut. So, Map Nummer 2, Herr Sava. Sag mal, jetzt oben hier. Oben rechts, in oh. Rot, Berserk, F2 Abuser, ist der Özzy. Und links, bekannt aus seinem PvT-Style, den er im PvZ spielt, mit DTs. Es ist vom Clan Easy Tools, der Zagorish. Aber der Fenrak im Chat, hallo, hallo. Gogo Zagorish, Gogo Össi. Ja, ah, also Zombie, hallo. Ein bisschen, für wen bist du denn? Ne? Sag mal, ein bisschen biased. Für ich, wen wärst du denn? Ich mag Össi eigentlich gern, kann gut leiden. Ich schon öfter gegen gespielt und so. Okay. Aber mir ist es eigentlich egal. Okay, okay. Ich wäre ja für den Zagboy hier. Für ihn. Zagrush, Zagrush? Ja. Okay, okay, okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, Hardware. Was ist denn hier so, ne? Was spielt man da so als Protoss? Ja. Welche netten Taktiken? Ja, also wenn man Perubi heißt, dann ruft man jetzt natürlich. Dann ruft man jetzt natürlich. Halt, stopp! Wir spielen den Hero Gateway Style. Oh, Perubi, du weißt es gar nicht. Ich bin schon wieder raus aus den Easy Tools mit meinen Smurf, weil ich mein eigenes Tanke-Logo ausprobieren wollte. Und du hast es nicht gemerkt. Es tut mir leid, ich bin geflohen. Nicht nur aus den Easy Tools, auch aus Berserker. Scusi. Ja, es war ein Versehen. Mit Absicht. Und es war auch nur einmal. Ich muss weg. Oh je, da krieg ich Ärger, wenn hier der Frisk Tyson gepostet wird, dann heißt es aber, man ist stinksauer. Oder jung und tätowiert. Man weiß es nicht genau. Ja, das gibt Ärger noch nachher, ey. Okay, wir sehen hier oben alles normal, ne? Die Probe macht ein bisschen Stress. Sehr viel Micro, das kann man sich merken. Kann man auch gerne gegen Seth machen, der macht das auch total gerne, wenn man mit Probe seine Worker anlötet. Kann ich verstehen. Bin gespannt, was wir von Zagrush sehen. Ich würde sagen Stargate. Stargate. Mhm. Ja, ich das ist so eine Stargate-Position auch da. Und dann ein bisschen... Ja, da wurde schon angeteased. Ich denke hier so Oracle into mal schauen. Nein. Ach du Gott, nein. Alles gut, Seth. Mein allerliebster Lieblingszerg. Und innen Blub. Seth hat sich gut entwickelt, spielt jetzt hartes Makro, basht Elaser. Das ist der Weg, Seth, das ist der Weg. Das schaffe ich immer noch nicht. Das werde ich niemals glauben können. So. Probe zaudert rein. Gucken, wie irgendwie wieder Roach Rush oder irgendwas ist. Roach Rush. Aber es gibt noch keinen Roach Jochen. Oracle. Ja, da ist es, wie erwartet. Schade. Ich hätte Phoenix gefeiert. Super Phoenix-Fan. Ja, vielleicht nicht unbedingt auf der Map.
weil es so offen ist, wo du drauf gehen kannst, auf die und den Basenverteidiger und so. Also Blackburn oder so, maybe, aktuell. That's nice. Okay. Aber weiß nicht, möglicherweise auch. Ich sehe so Versuche von Haastem und so, der Phoenix spielt, aber ja, ich glaube nicht so. Wird dann trotzdem mit Queen walked oder so. Okay. Wir sehen dann hier ein zweites Gate, jetzt werden wir sehen. Mehr so super Aggro direkt. Mit früherem Twilight und mehr Aggression. Oder es gibt die Möglichkeit, dass er Adapten spielt. Ein bisschen pressuren. Oder er geht auf ein All-In. Oder er setzt jetzt erstmal die Echse, was ich eher erwarte. Und dann erst das Tech-Gebäude. Oh, gleichzeitig ein bisschen, ne? Tech-Gebäude zuerst. Also mehr aggressiv. Oracle ist da. Kann nicht viel machen. Kriegt sehr viel Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Zwar kein kleinen. Was ist es denn? Hull-Damage? Ja, ein bisschen Hull-Damage zu. Aber ne? Trotzdem. Unnötig. Overload rausgenommen. Vom bei Dre. Weil lohnt sich sich mehr hier in Phoenix zu gehen als in Void Dre? Wenn man eh nur Vision clear so ein bisschen. Na gut, er kann natürlich auch Roaches ne, anlöten und sowas, aber. Ja, gibt hier Master 4 Depth Pressure hinterher. Mit Laves. Dann Skytos, schätze ich mal. Skytos, sagst du? Das ist so ein Frisk-Ding hier, so ein bisschen. Ja, ja. Und ja, dann, aber er wird, glaube ich, jetzt schon Void Trace auch bauen und dann Triple. Stargate, Void Trace, das wäre der Frisky. Ja, Frisk auch so, ne, der mag seinen Skytos, der mag es. Ja, ist halt auch immer noch stark, ne? Ich sehe eine Robo. Oh, eine Robo, okay. Smart Sclave hinterher! Nee, geht oder ist defensiv, einmal ein defensiver Robo, glaube ich. Hat er was gesehen, was das rechtfertigt? Geht so. Hör auf, hier draus, wir sehen immer zurückzuspulen! Ich wollte die Vision gehen, man zeigt ja schon gleich. Kannst du mal bitte irgendwas auf B kleben, dass du nicht auf B drückst? Ja, wenn ich was auf B klebe, dann klebe ich da auch auf B. Nein, was drauf kleben, damit du nicht drauf, so eine Reißzwecke oder so. Und eine Rasierklinge oder irgendwas, das nach oben hält. Ja. Das ist ein professioneller Cast. Ja. Ja, nee. Weißt du, wie man Zentex nennt, wenn sie verlieren? Zuntex. Oh, hey! Toxic! So. Stellt euch vor, jetzt kommen einfach hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Adepts! Bei 5 Minuten 50 nach so einem normalen Makro-Opening und jetzt direkt Blink hinterher. Oha. Bin ich gut. Ich glaube, da wird. Alter, ich glaube, der stirbt. Du sagst, er stirbt. Also zumindest, also, die Roaches werden jetzt so gebaut. Ja. Das ist mit. Das ist auch stark mit Glaive. Wenn er die jetzt nochmal. Der haut jetzt alles weg hier, dann splittert er sie. Was willst du machen? Die fallen doch wie die Fliegen jetzt. Guck, er zieht sie prone, zieht sie zurück, weiß nicht genau, was er machen soll. Wo sind sie hin? Boom! Dann sind sie dahin. Hätte er sie jetzt schon gesplittet in dritte und hier. Sehr wenige Worker ja, dafür. Meine, weiß ich jetzt wenn nicht. Zwei Stück sind dann halt dritten, machen ein bisschen Schaden. Das ja, am Anfang hätte ich halt gesplittet. Ja, aber die machen zu wenig. Ich hätte ein bisschen mehr gesplittet, aber jetzt sind 15, 20 Worker down gegangen. 20 Worker rein, ja. Und alles zerfällt hier beim Össi. Er weiß nicht, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Wohin, wohin? Jetzt kommen sie auch noch hier zur vierten. Ah, werden aufgehalten. Gut, das Around. Wichtig, sonst hätten die schon wieder 5, 6 Worker weggemacht. Aber sie kommen einfach durch. Die mähen hier durch, wie durchs Gras. An einem warmen Sommermorgen. Und wir sehen 43 Worker nur noch. Jetzt muss gedroht werden. Richtig, nicht aufpassen, dass ich hier klicke. Wieso drückst du überhaupt irgendwas? Ich wollte gucken, wie viele Worker noch da sind. Ja. Das, ich spiele mit Adept so, wie ich sie auch caste. Hoppla, da sind sie. Oh, ich habe viel gekillt. Ah ne, sie sind alle tot. Oh, Oracle, geh da mal rein. Gib mir mal ein paar Kills. Ja, gib mir mal den Host gleich. Das ist mir zu gefährlich hier. Gib doch Saber den Host. Ist das bei Saber nicht viel gefährlicher? Nein, weil ich benutze die Tastatur gar nicht. Ich liege hier mit Beinen hoch auf dem Schreibtisch und mit der Maus mache ich hier den. Ja, gut, dann kannst du gleich auch sagen. Gut. Guck mal hier, ich so zoome rein, wie hier richtig geil geworbt wird. Ja, dann zoome ich raus. Dann zeige ich hier so eine Armee, die splittet sich mit Blink in zwei. Stimmt, Battle Report. Battle Report. Schiff Report. Ah, der eine Link. Du drückst kein B! Ich klicke hier so viel B, wie ich möchte. Battle Report sagt, es sind zwei Zerklinge gefallen.
Und das war's. Ja, das war gerade das Oracle. Krasses Battle, was da passiert ist. Ich krieg ihn nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob der Push so gut ist. Er hat nicht so viel. Ja. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so wirklich ein richtig harter Push. Es ist ein bisschen Pressure und so. Aber irgendwie fehlt auch allgemein so ein bisschen das Follow-up hinter der Aggression. Ich meine, inzwischen sind sie wieder irgendwie mit Workern. Ja, vierte natürlich, aber ich weiß nicht, warum so Mars Adept und dann nur Blink und Defensiv. Da könnte man auch direkt Skytop rushen können. Vielleicht will das aber gar nicht machen. Ich hätte mir mehr den Frisk gewünscht. Der Frisk hat den Anfang gut gefunden hier. Ne? Wie er da im Chat sitzt und sich freut. Sich freut. Ja, wahrscheinlich wäre das Ganze auch into Skytop stärker gewesen. Einfach nur, weil man kann eh nicht so viel als Follow-up machen. Ja, du kannst ja mit der Robo das Faktor bauen, das was du hier eh gemacht hast. Und dann sparst du den restlichen Tech komplett. Er hat ja keine große Armee gehabt. Ja. Und dann ab dafür. Aber ich weiß nicht. Hier, schauen wir jetzt mal. Jetzt kann er es gut ausgleichen, ne? Er makrot jetzt wieder hoch, das bisschen Blinke crashen, das tut ihm nicht viel. Aber wie sehen die Upgrades aus, ist die Frage. Die Slow Zealots machen mich wahnsinnig. Wir wollten gerade schon rechts einen Runway machen vor 3 Minuten, aber die waren so langsam, dass wir jetzt zurückgelaufen sind. Jetzt starten sie den Angriff links. Und sie wehren ab. Jungs, kommt rüber, die sind so wie ich, so Opas. Hey, da drüben ist was, okay, holt die Rollatoren und los geht's. So großer Bane Runway auf der rechten Seite. Ja, während er jetzt fightet. Nicht so schlecht aus. Ja, er versucht abzulenken mit der Armee, wollte fighten, aber denkt sich so, na, klappt nicht und jetzt kommt ein richtig harter Hit. Boom! Eieieiei, 14 Gold. Ja, rein da in die Stalker. Weil, ansonsten bringt's ja nichts. Jetzt kommen nochmal so 3 hinterher, so Nachzügler. Ey, wir wollten auch mitmachen, Jungs. Oh, soll ich schon vorbeischauen. Und vorne geht's drauf. Es glaubt, der Hits werden jetzt viel entscheiden, aber die kriegen nur nichts. Ja, bisschen zu früh. Die kriegen hier gar nichts. Die Zealot links haben inzwischen dann auch mal ihren Rollator entdeckt. Ja, hier geht jetzt aber mehr, ja. Es ist jetzt der Rollator zum Rollstuhl, Highspeed-Rollstuhl geworden. Highspeed-Rollstuhl. Naja, so ein E-Rollstuhl außer Kontrolle. Und hier außer Kontrolle auch noch. Geht viel down, viele Tech-Units gehen down. Wenn das jetzt hier nicht passiert wäre mit den Workern hier, dann hätte ich gesagt, ist super gelaufen für Özzy in einer guten Position. Aber dieser eine Runway hat schon wieder ein Riesenproblem gemacht. Battle Report, da ist er. Ach schon, Battle Report. Bisschen besser für Özzy. Aber wir sehen, hier sind die Tech-Units vor dem Down gegangen. Ne? Das ist das Wichtige. Hier ist so, alles okay. Vor Battle Report sehen wir nicht, dass der nächste Battle Report notwendig wäre, denn wir haben ein Battle. Ich glaube, da fährt er drüber, da ist sie. Oder macht zumindest extrem viel Schaden. Oh ja, da gehen die Worker down. Seth ist glücklich. Und das nach so einem Early Game. Das ist eine Ansage. Bis jetzt, jedes Early Game, das so ein bisschen schlechter lief, hat immer gewonnen. Im letzten Game zagrisch sein, die Team hat nicht so gut geklappt, da hat gewonnen. Weil die Follow-Ups sind halt keine committeten Attacks irgendwie super stark, sondern so halbgar irgendwie. Oh, da ist er, der Zagrash. Oh, Zoomische Theorie. Zagrash im Chat. Zoomische Theorie, das heißt Zagrash gewinnt. Gewinnt er doch noch die Map. Ich meine, der Push kommt. Ich habe nochmal die Queen. Ja. Noch zwei Bodenkugeln dabei. Also, mit dem Worker-Unterschied hier, da kann er sich schon noch mal erholen, wenn er jetzt in der nächsten Zeit nicht getötet wird. Aber dann wird der Zerg hier hochdrohen, dann wird's schwierig. Herr Zagrash, möchten Sie eigentlich Zagrash, Zergrash oder Zagrash ausgesprochen werden? Zagboy. Oh ja, das ist ein starker Move jetzt hier von Essie. Das letzte, Zagrash. Ne, Zagboy. Meint ihr damit, oder nicht? Ich glaube nicht. Wie will ich will jetzt das? Das ist ein Zagboy. Aber. Das heißt, der heißt Zerg-Ausschlag? Was? Zerg-Ausschlag. Okay. Denkst du denn, Zagrash, du hättest lieber nach dem Adept Pressure direkt Skyrushen sollen? Das wäre besser gewesen. Das war ja relativ defensiv weitergemacht, obwohl du super viel Schaden gemacht hast. Oh, es war da nicht so viel.
Nächster ist der knallt! Oh, gut gesniped! Wenn der sitzt, sieht der Kampf ganz anders aus. Eieieiei. Aber auch so mit den Reinforcements läuft das Ganze nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, kann der Sargeras sich erlauben, hier so zu traden? Ich denke, es geht. Er wird jetzt nicht overwhelmed werden. Mal gucken, der Roach Printer, wenn der jetzt kommen würde, wäre schon schwierig. Aber wir haben hier einen sehr durchwachsenen Tech vom Össi. Weil die Army auch durchwachsen war. Und jetzt gegen die Army wäre so ein Roach Printer eigentlich nicht so schlecht. Aber jetzt sind wir irgendwie im Gateway-Style gelandet. Ja, sieht mir so schlecht aus, sagt er tatsächlich. Wenn er hier gut blinkt, glaube ich, könnte er... Ich weiß nicht, ob er ihn töten kann, aber er kann auf jeden Fall eine Menge Damage hier machen. Man sieht es ja besser aus. Hier unten allerdings werden wieder Worker rausgenommen, werden aber evakuiert. Cooles Match auf jeden Fall, geht gut hin und her. Schöne, schöne Geschichte. Und jetzt glaube ich, wenn es schlecht läuft für Össi, dann könnte er hier verlieren. Sterben. Ich denke auch. Wenn der Sargeras das jetzt hier gut macht an dieser Stelle. Ja, vor allem nicht die Selle in die Bendinge rein, sondern schön hinten halten. Ja. Ist ja auch gut. Oh. Das stoppt natürlich ein bisschen was. Oracle ist da, könnte jetzt ein paar Banelinge snipen. Oh, nächste Disruptor Shot. Ja, weicht gut aus. Es weicht gut aus, aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Disruptor gehen nach vorne, müssen jetzt hier ein bisschen gemarkt werden. Entscheiden sich aber stattdessen, sich zu opfern. Es wird geblinkt, obwohl gar kein Schaden da ist. Oh, gut, das klappt jetzt. Ah, es reicht, denke ich. Ja, das sieht sehr. Zumindest der Damage ist so stark, dass er sich auch erholen kann. Ja, das also, es wird vielleicht nicht für das GG reichen, aber schon wieder mit 13 getöteten Workern. Scheiß Bälle. Also interessantes Hin und Her auf jeden Fall, wie die Units hier fighten. Bälle sind gut. Okay. Ja. Ja, muss die Basis rausnehmen und hier drüben, aber sehen wir währenddessen. Kam was rein, aber wir haben so wenig Eco da gehabt. Hier, die wurde wieder evakuiert und deswegen gibt es relativ wenig Schaden. Und das sieht der Sargeras jetzt auch, denn da kommt das GG. Und Essie verliert 2-0 gegen den Zergboy. Den Zergboy? Entschuldigung. Zergboy gewinnt gegen Zergboy. Zergboy größer Zergboy. Aber interessant, dann sind hier die Games tatsächlich spoilerfrei. Weil ich hatte eine Map 3. Oh. Was ist die nächste Series? Shark Ripper? Die nächste ist Varys. Varys. Varys gegen Normani. Warum habe ich das erste Game nicht? Hallo? Ah, ganz unten. Oh, eine 1 brauche ich gar nicht. Ach ja, Gott, das kommst du wieder mit deinen Zahlen, die du irgendwo herzauberst. Ja. Das ist bei Streamlabs ein bisschen doof, irgendwie. Muss ich sagen. Ich kann die zwei einzeln einfügen. Nee, ich hab das Replay gesucht, deswegen ganz so langsam. Ich bin großer Normani-Fan. Zauberlehrling Saber. Was? Weiß ich, sag die Meme-Gurke. Mann, wie schwer das ist, hier das zu machen. Ich kann das nicht machen, das ist so richtig nervig. Du kannst die Maustaste dafür nutzen, ne? Ja. Also zumindest geht's in OBS. Deswegen nutzt du noch OBS. Das ist die hässlichste 2, die ich je gemacht habe. Die sieht wirklich hässlich aus. Boah, was war das für eine Schriftart? Ich will sie nicht mehr haben. Also ich glaube, Arial Black hast nicht Arial Black. Ja, ich habe einfach das erste genommen. Ich kann ja bearbeiten und die Schriftart ändern. Dann nehmen wir natürlich das dicke. Dann machen wir ein bisschen kleiner. Ja, das sieht schon, das sieht euch besser aus. Nimm einfach Comic Sans, nein. Nein! Das sollte gebannt werden. Einfach den Turnierhaus bannen. Sind das eigentlich Zealots oder sollen das die Tees sein? Das sind die guten alten Zealots auch, ja. Okay. Weil du siehst das an der Hautfarbe auch.
Ich habe auch blau. Ich habe zumindest einen Nachgang. Ja, aber die sind dunkler, glaube ich. Wieso geht das? Ja, aber die haben. Aber Zealots haben keinen Cape. Klick doch da jetzt! Endlich. 20-0. Starcrash gegen Össi. 20-0. Okay, ja. Interessant. Klassisches 20-0. Was für ein Zergling ist? Das sieht für mich nach Zergling aus. Das können auch Roche. Ja, Yumi ist schuld auf jeden Fall. Yumi meinte damals, nimm auf jeden Fall Streamlabs. OBS ist schlecht. Lädst du mich nochmal neu ein? Also OBS ist tatsächlich deutlich besser. Meiner Meinung nach. Ja, der Yumi hat mich leider alles gelehrt. Großen Dank an Yumi, hat mir viel gezeigt. Warte, soll ich dir rausgeben? Siehst du dann die Zeit, wenn ich dir rausgebe? Wenn ich starte, sehe ich die Zeit derzeit. Die Zeit, wie lange das Spiel, glaub, wie lange das Spiel ja, geht. Ja. Mit, genau. mit Overlay nicht. Eigentlich. Okay, ja gut, dann gebe ich dir eigentlich gehen. Wenn du es jetzt spoilerst, dann ist selber schuld. Nein, dann ist Maralikos schuld. Okay, dann ist Maralikos at Maralikos, nein. Okay. Aber du hast aufgemacht, hast du. Nee, das kann ja nichts bedeuten. Heißt ja nichts. Jetzt hab ich Angst. Ah! So, ich bin erstmal raus, bin zwei Stunden wieder da, wenn das TVT vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das TVT zwischen den beiden so lange gehen wird. Nee, denke ich auch nicht. So, da sind wir. Zack, bumm, Livecast an und rein geht's in das Spiel auf der guten Map 2K zwischen unten links gespawnt, der Mann, der kein Geld hat, aber den Skill. Naja, zumindest meistens, wenn nicht, hat er auch keinen Skill und es stinkt sauer, wenn es nicht klappt. Es ist, wie das Symbol im Chat schon zeigt, no money. Vom Team? An den Team? Less. Okay, wollte gerade sagen. Und oben rechts gespawnt in blau. Die Legende, den Star Wars Liebhaber, sagt man. Man nennt ihn auch Star Baris. Ja, genau, Baris. Star Wars. God damn it. Von Dark Oath. Wir haben auch Special Guest hier oben rechts. Kurz gucken, da ist Sharkboy auch auf der Map. Der geht's öfter. Der ist einmal hier. Dann ist er hier nochmal. Nee, warte mal. Doch, da ist er hier. Dann ist er auch noch hier. Das ist sein Zwilling und so. Ja, Sharkboys Familie. Alles mitgekommen. Sharkboys Familie. Der beste Terraner von Dark Oath. Das ist korrekt. Man kennt ihn. Beste Terraner von Dark Oath. Ist das überhaupt so? Das ist der einzige. Ah, okay. Psst. Okay, hab ich nicht gesagt. Der beste Terraner von Dark Oath. Okay, das ist krass. Ah. Dann bin ich auf eine Menge gespannt. So. TVT, wenn wir jetzt jemanden hier hätten. Das gibt echt noch einen zweiten. Und das ist ja voll der Disc gegen den armen Sky. Aber der ist inaktiv, glaube ich, oder? Deswegen sagen die das. Vielleicht auch dir, ne? Spahn auch. Oh ja, Spahn ist jetzt auch bei Dark Oath. Stimmt, Spahn ist der beste Terran aus Dark Oath, tut mir leid. Der salzigste Spahn, auf jeden Fall. Spahn, Grüße an Spahn, ja. Grüße an Varis. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen Doppelgas von beiden Seiten. Ja gut, war zu erwarten. Normani allerdings. Ne, beide Seiten ohne Scout, oder? Ja, beide Seiten ohne Scout. Turex hätte jetzt schon für beide Seiten, ja nicht das Game gewonnen, aber wäre stark gewesen. Wen sagst du denn, wer gewinnt hier? Ich meine. Ja. Das liegt bestimmt ein bisschen auch daran, wie gut trainiert der Varis ist. Ich sage, wenn beide in Topform sind, 2-1 für No Money. Aber ein Varis kann immer mal auch jemanden schlagen, aber ich glaube, TVT mag der Varis nicht so. Aber er sagt immer, oh, das spielt ganz gut, keine TVT irgendwie. Ja, ich glaube, läuft aber irgendwie trotzdem, sagt er dann. Das heißt okay. TVP. Ja, Normani war teilweise hier 5-4 oder höher, 5-5 sogar aktuell. Was Varis aktuell für ein Niveau hat, in der Theorie, kann ich gar nicht sagen. Ich schätze mal so 5-1, 5-2 wird er haben. 5-3 vielleicht. Wenn er wieder dann so ein bisschen aktiver spielt, 5-4 dann. Ja, übrigens, danke an Ayuan 99 für den Follow. Und ich habe noch gefragt, Maralikos, ob ich die Ergebnisliste auch wegmachen soll. In Discord hast du aber nicht geantwortet. Kannst du mir aber jetzt sagen, soll ich sie wegmachen? Warum sind so Zentex-Boys, vergessen sich, wie man Normani ausspricht und das YouTube wahrscheinlich, ich mach's mal weg. Okay, zwei Reaper gehen hier rein, kriegen einen kleinen Scout, haben ein bisschen den Heli angehauen. Kommen sogar raus, beide kommen sogar raus, ziemlich stark. Und war es hier mit Widowmine, sehr, sehr safe Opening, Widowmine Opening, TVT. Und Normani, schätze ich mal, wird so für seinen Cyclone-Drop gehen, er ist sehr, sehr großer Cyclone-Drop-Fan. Ist auch sehr solides Opening. Damage-Potenzial, sehr safe. Mehr kann man eigentlich nicht wollen in den TVT. Ja, da kommt der direkte Herbert um die Ecke. TVT, mein Lieblingsmatchup, denkt er sich. Oh ja. Hero geht wirklich richtig auf TVT, das kann ich nicht verstehen. Ja, es gibt immer so Leute, die finden irgendwas Verrücktes gut. So wie Schokolade, weißt du?
Ja, das, und dann denkst du dir, warum? Ja, gut, das hat mich überzeugt. Wir sehen hier eine perfekte Linie. Zyklonen sind da. Jetzt gefällt sie mir nicht mehr, der Reaper hat sich bewegt. Und wir sehen hier wieder die Reaper, die kommen wieder rein. Das gefällt mir sehr gut von Normani. Einfach stumpf das gleiche nochmal machen. Und jetzt geht's wieder los. Eins. Zwei. Wir lernen heute zählen mit Saber. Au, das ist ganz gut. Drei Stück. Die Reaper waren eh sinnlos. Weg damit. Rüber geht's, der Double Cyclone Drop. Wir machen das. Ich hab vorhin Full Scott bekommen. Ziemlich nice. Ist das das klassische Terraner? Wir werfen einfach mit Quatsch und gucken, was passiert. Nee, das ist eigentlich relativ Standard von beiden Seiten. War es ein bisschen defensiver. Und Mani halt ein bisschen aggressiver mit den Midi-Back. Dafür aber halt dementsprechend, das sieht man hier auch. Und Mani fängt gerade seinen Raven an. Dafür hat Varus schon seinen Raven draußen. Bedeutet, genau, Varus könnte theoretisch sagen, ich flieg rüber. Mit dem Raven, ein bisschen Harrison. Generell nicht so stark, aber kann man machen, wenn halt der Gegner für einen Medivac geht. Oh, fliegt hier in die Widowmann rein. Oh, kriegt beide Cyclones aber noch raus. Mit Lockern kriegt er den einen tot. Kriegt die Widowmann, kriegt den SCV. Ich meine, die Cyclones will jetzt verlieren, aber da hätte er auch viel weniger Damage rausziehen können. Hat auch Glück gehabt. Jetzt werden sie surrounded. Ja, kann hier noch ein paar Worker mitnehmen. Mein 7, 8, 9 oh. Worker. Hat er nochmal gut gemicrot auf jeden Fall und gefokust. 9 Worker Lead. Kann man machen. Starker Move. Normani stiehlt hier das Gas. Er gibt den Varus hier gar kein Money. Oh, guck mal, wir sind Zombie sagt, wir sind die Zentex Boys jetzt. Wir sind Zentex Boys, warum? Wir vergessen direkt, wie man Normani ausspricht und dass es den Sparen gibt. Direkt abgehoben. Oh, was ist denn hier passiert? Schnell weg mit der Eco. Ich dachte gerade, sie ist komplett weg, aber sie war komplett gepult. Hat er nichts verloren gerade? Sehr starke Reaktion von Normani. Hab ich nichts verloren? Ich hab richtig Angst, Knöpfe zu klicken. Halt, stopp! Der Battle Report wird uns zeigen! Naja, nichts verloren. Battle Report, gut gemacht. Bis später. Du darfst dich also ausruhen. Ein SCV hat er gekillt. Gar nicht! Ach, da sehe ich das, da drüben. Ich bin dumm. Doch klar. Ich hab auf der linken Seite geguckt. So, Normani jetzt hier mit dem Push. Und das Ding ist natürlich, Varus hat hier seinen einen Raven benutzt. Das heißt, er hat nicht mehr den Raven-Vorteil. Hat vorhin auch nichts mit dem Raven gemacht, dementsprechend ist der Push hier sehr, sehr scary für Varus. Und Mani hat hier auch zwei Raven jetzt gegen ja, einen. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist von Varus, der fliegt gerade wieder zurück nach Hause. Sind auch noch keine Vikings oder so da von Varus. Oh, CG ist hier auch in Tank Range, wird direkt rausgenommen. Mani droppt hier mal ein Auto-Turret, einfach nur ein bisschen zu zone, schätze ich mal. Ah, wobei er jetzt nicht unbedingt da irgendwas fighten müsste oder erreichen müsste. Er müsste doch nicht drauf gehen eigentlich. Könnte einfach die Äxte rüberfliegen. Will aber fighten, keine gute Idee. Und entscheidet sich direkt dafür, einzusehen, dass er so weit hinten ist. Und somit geht No Money, bekannt als No Mercy, in Führung. Ja. Stark gespielt. Auch ein bisschen falsche Entscheidung einfach von Varus. Man hat auch eine Menge Damage genommen. Das darf man nicht missachten, aber mit den Raven rüber zu fliegen, ja, kann man machen, aber er wusste noch gar nicht vom Medi weg und sowas. Sehr, sehr risky, so ein Move. Und dann auch keine Vikings gebaut, sondern ein Reaktor mit dem Starport selbst gebaut. Das ist auch nicht so typisch, normalerweise swappt man. Mhm. Du bist, by the way, Host. Ich kann jetzt, aber erst seit einer Sekunde. Kam nicht. Am Anfang nicht, als geschrieben hat, war der Button noch grau. Nee, der war es auch schon. Nee, hab ich so gecheckt. Ich hab relativ geklickt. Dann war es ein Bug. Los geht's! Auf einer schönen Runde Wispegier. Mm. Mit. Ich mag die Map nicht. Ja, weiß nicht. Sie ist schön, aber sie ist auch dumm. Ja, genau. Schön, aber dumm. Jetzt mal machen wir keine Parallelen, schnell weiter, bevor uns irgendein schlechter Witz anfällt. Ich hab auch gedacht, auch gewartet von dir. Ja, nein. Das war so ein Zähmerspruch. Ja, ich weiß. So, oben links gespawnt. Der Mann, der John Williams liebt, wie kein anderer, wegen seiner guten Musik für Star Wars. Es ist Varus von Dark Oath. Der beste Terraner von Dark Oath. Unten rechts. Von der Tanke oder auch für die Squirrels hier für fucking Erlang.
Warum für fucking Erlang? Was ist das? Tut mir leid, ich Maralekos hat auf mich abgefärbt, ja? Hat er das Wort so oft gesagt? Er hat sie einmal versprochen. Okay. Ja, es ist No Mercy oder auch No Money. Finde ich gut, dass er inzwischen No Money heißt. Irgendwie sieht es haut irgendwie besser. Aha. Hat einen schöneren Klang, No Money, als No Mercy. Es gibt aktuell bei TikTok die ganze Zeit so irgendwelche Kindervideos mit Honey Bunny, I got love in my tummy Liedern die ganze Zeit. Da muss man für No Money eigentlich mal irgendwas basteln an Spam. Spam des Honey Bunny, du support No Money oder so. Dann brauchen wir irgend so einen Plüschhasen. Okay. So. Wir sehen hier Reaper von No Money. Sehr interessant, vor allem auf Curious Minds, weil Curious Minds so die schlechteste Map ist, aber deswegen ist die Map auch gar nicht so schlecht dafür, weil man es halt hier nicht erwartet. Vor allem war es halt auch in der ersten Map nicht gescoutet. Mhm. Dementsprechend hat sich vielleicht noch ein bisschen gedacht, okay, wenn er eh nicht scoutet, kann ich for free halt einfach eine Reaper WP spielen. Bin einfach automatisch ahead, ohne was gemacht zu haben. Sehr, 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 sehr guter Call. Und war es hier sehr schade unterwegs. Wir sehen. Ein Follow-up mit einer Factory, die gleich kommen wird. Und einem Gas von No Money. Aber mal gucken, für was für eine Aggression sich der Varus entscheidet. Oder ob es sichere Mine-Build oder Tank wird. Ja, Varus hat vorhin keine Ahnung, dass es Reaper ist das Hauptproblem. Das heißt, wenn er hier für ein Widowmine-Build geht, ja, dann. Das tut schon weh, weil eigentlich musst du schon ein bisschen. Bisschen aggressiv dagegen sein. Du musst jetzt nicht so viel Damage machen oder so. So krass ist ein Reaper eh nicht, aber zumindest ein bisschen Aggression zeigen. Mhm. Sind hier Reaktor. Guten Wahres. Könnte also vielleicht wirklich ein Tankdrop werden. Das nee, da kommt die Widowmine. Das tut natürlich weh. Er kann natürlich immer für den Widowmine Drop gehen. Das ist noch komplett fein. Kann man auch mit Damage machen. Nicht die beste Build ist natürlich dagegen, aber. Kommt jetzt Hellion in the Cyclone oder was kommt? Oder direkt? Direkt cyclen. Da kommt ja nichts von Varus, dementsprechend kann man direkt cyclen gehen. Ich meine, was hat er gescoutet? Er hat gescoutet. Nur die Rex, dann auch nichts mehr. Doppelgas hat er gescoutet. Ja. Weiß halt, aber er weiß, dass das Varus das nicht gesehen hat. Dementsprechend weiß, dass da nicht Aggression kommen sollte oder wenn, dann ist jetzt eh zu spät. Ja, weil Varus von dem typischen Terran-Kram auch ausgeht und jetzt nicht unbedingt der Reaper FE, die unwahrscheinlich ist ein bisschen, oder? Ja, ist ja untypisch, aber deswegen scoutet man normalerweise, um zu gucken, ja. Ist es Proxy Rex, ist es Reaper FE. Naja, aber da er nicht gescoutet hat, denkt man, okay, Varus geht von dem Standard Reaper Hellion Kram oder irgendwas aggressive-mäßigem genau. Aus, ja, genau. Also wird er nichts machen, das ist so ein bisschen, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst. Ja. Interessant ist, dass No Mercy immer, oder No Money immer noch nicht seinen Reaktor gebaut hat und hier immer noch Marines durch. Das tut ein bisschen weh. Er baut vor allem keine durch, jetzt baut er ihn. Geht hier für einen Tankdrop. Das ist interessant tatsächlich. Er ist schon eigentlich der defensive Spieler und geht es trotzdem für einen Tankdrop. Oh, das Medivac entscheidet sich gerade dreimal um. Geht er dann mal nach oben, weil er gesehen hat, ah, okay, da ist nix. Dann lieber oben lang. Könnte interessant werden, wenn Normani direkt losfliegt und er dann reinfliegt. Aber wird er überhaupt was machen? Oder hat er einfach nur das Medivac von Marines gebaut? 3CC. Ah, okay. Ja, ist interessant, er geht hier vor allem auch Doppel-Medi weg. Oh. Ah, es ist diese uralte Normani-Bild, wo er auf so einen 2-Tank-Drop wartet und damit den Marines Drop. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen. Der Drop von Varus jetzt ist so lala, okay. Merkt aber, oh, ach ja, guck mal, sind schon relativ viele Worker da. Der Tank ist da. Tank schießt hier gut in die Marines rein. Oh, aber die Mine. Na doch, er sieht sie. Jetzt triggert er sie absichtlich. Ja. Kann eh nur einen. Oh, wieder reingeladen. Gut gemacht von Varus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir sehen zwei weitere Racks bei Professor Dr. Geldlos. Ja, aber wir sehen es hier auch, ne? Ist nur drei Worker vorne. Also Reaper FE, der Vorteil ist nicht so stark. Das Hauptding ist so ein bisschen die Mutes natürlich, ne? Man hat mehr Minerals. Ja, apropos, wir sehen gerade hier einige. Wann war es? Insofern. Aber wir sind vergessen zu mulen, glaube ich. Zum Mulen. Der Muli. Zum Mulen. Weißt du, was ein Mule auch ist, vor allem? Bin ich gespannt. Ist ja ein Esel, ne? Kennst du vielleicht? Aber ist auch ein Drogenüberbringer über die Grenze.
bei Mexiko. Da gibt's so Lastwagenfahrer, die bringen dann die Drogen über, die kannst du das in die Mules. The fuck? Okay. Kann man machen. Wahres Cycle steht ja auch sehr interessant neben dem Watchtower. Statt am Watchtower. Ja. Vielleicht guckt er sich gerade hier diese wunderschönen Reagenzgläser an. In manchen sind ja Einheiten drin, in manchen nicht. Was ist denn da drin? Das ist ein Baneling ist da drin? Da sind überall Banelinge drin. Ich glaube, das ist Zeigeinheiten auf jeden Fall. Widerlich! Schnell weiter, schnell woanders hingucken. Zur Move-Out von Normani. Ja, oh, da geht's hinten rein. Job. Oh, Willmine wird nicht gebohrt. Die will nur rein! Ei! Oh nein! Wäre die halt vorher eingeschlagen, hätten die Units noch draufgeschossen und viel mehr Worker getötet. Ja, nur drei Worker? Jetzt steht das Video hier und wird angeschossen. Oh nein. Der Nitro auch nochmal eine Menge Damage von Turret. Diese eine Turret macht so viel mehr Damage, das ist ja verrückt. Ja, natürlich auch, weil zwei Gebäude gerade gebaut worden sind da. War die natürlich top platziert da. Waren es zwei wahrscheinlich sogar. Ja, waren zwei Turret. Ne? Und dann geht's jetzt hier. Ja, ein bisschen indecisive. Was machen Sachen? Denkt sich der Normani? Los, raus, rein. Was machen Sachen? Ne, ich schätze mal, er wartet hier auf seinen Comet Shield und seit Stim. Da versucht er so ein Timing zu treffen. Dann hat er. Comet Shield ist doch der Tag, den du gerne vergisst, ne? Comet Shield vergessen viele Turns. Das ist doch das Meme immer, ne? Dass man. Ah, ja, scheiße! Im Stim vergisst man nicht, aber dann ist man drüben, denkt sich, oh, Comet Shield. Ja, genau. Varus hat ja auch nur Single Tech Lab, dementsprechend. Kann er nur Stim holen gerade. Wir sehen jetzt hier Armeevorteil ein bisschen, minimal, aber Arbeitervorteil deutlich für Varus. Hat seine Basis jetzt ähnlich gleichzeitig genommen, viel besser saturiert. Beide Gase auch vor allem schon genommen. Weiß nicht, ob das ein bisschen zu früh ist sogar. Für sein. Es scheint so, als könnte er es momentan. Ja, hat er noch gepult gerade? Hat er mal rausgepult? Ich glaube, oder? Eben hat er mehr im Gas gehabt. Also im oberen waren immer 1 von 3. Ist auf jeden Fall keine gute Verteilung hier. Man sollte immer 2-2 haben für die Perfektion. Wie gesagt, okay, Doom Drop in die Main. Oh, Varus riecht das? Oh, ja, Varus. Aber zu wenig Defense. Ja, das ist zu wenig. Da kann er einfach drauf droppen. Ja, der Tank hier müsste besiegt werden. Und auch keine CD-Pull. Tank hätte fokussen müssen können. Dann hätte er jetzt den einen disabled. Der ist stark, der Drop. Der tut weh. Der tut richtig weh. Auch vorne geht's drauf. Auch viel zu früh. Als ob! Das ist GG. Halt, stopp. Schön gemacht von No Mercy. Ist das GG? Das hätte Varus auch besser spielen können. Ist das GG? Ja, das ist GG. Er hat 4 Tanks vorne. Er hat immer noch 16 Worker Vorteil. Ja, du kriegst den Drop in der Main nicht geklärt. Guck mal den Army-Unterschied an. Die Worker sind ziemlich egal im TVT in so einer Situation. Der kriegt den Push ja nicht geklärt da, den Drop in der Main. Auch nicht mit Worker und den 4 Tanks. Der eine Tank ist doch schnell weg, mit dem BBS drauf gehst, kriegst du einen Tank. Naja, du kommst mit dem BBS kommst nicht ran. Aber dann verlierst du vielleicht 16 Worker, hast die ganze Army, dann kommt Army hinterher. Ja, verrückte Situation. Das Ding ist auch, wenn du in die Tanks in die Main ziehst, kann er wieder die dritte pushen. Naja, die Folgen sind danach auf jeden Fall katastrophal, aber. Das werden viele, glaube ich. Viele werden nicht rausgegangen jetzt, glaube ich, auf unterem Niveau und hätten einfach noch weitergespielt. Aber die Frage, wie weit weiß er von seinem Worker-Vorteil, ist natürlich auch die Frage. Wahrscheinlich. Ja, also man hätte spielen können, aber er hätte auch, das Ding ist, da die Raven so zu benutzen, war halt schlecht. Ja. Da hätte er halt warten müssen, bis die Marines in der Main sind, dann droppt er die Turrets oder den Disable und dann kann er es auch machen. Shark Ripper oder Neuling? Als nächstes kommt der Neuling. Neuling. Moment, ich habe 5 Maps von Neuling. Wahrscheinlich, weil du die Morten hast von vorher. Und da hat er auch gespielt oder so. Ich checke, warte. Warte mal. Was sind jetzt die gleichen? Nein, ich habe sogar 6 Stück. Nee, ich habe 7. Sag mal, was? Da wurde ein Best-of. So, also ja, weil die doppelt kopiert worden sind, also ein paar davon. Ich hab. Red doch nicht weiter davon, wie viel Replays du hast. Daran kann man erkennen. Nee, der Maralego schickt uns auch Dummy Replays mit, ne? Also, das heißt nicht, ne? Ja, das genau, das heißt gar nicht. Letztes Mal war ein Dummy Replay dabei, auf jeden Fall. Das ist viermal das Gleiche. Ach, die hatten 5 Draws. Ja, das ist die richtige Erklärung. Ach so, natürlich. Ja, gut. Ja, jetzt habe ich natürlich gespoilert, dass es Draws sind. Map Nummer 1. Die haben einfach immer Worker Rush gespielt und sind eben rausgegangen.
Mit dem Double Kill. Ich bin gespannt. Ja, es ist nicht so überraschend. Das letzte Match, sagen wir noch gerade das Schlusswort zu Vares No Mercy. Ich habe schon erwartet, dass No Mercy gewinnt. Ja, No Mercy viel mehr in Form natürlich. Ach, die haben beide geschickt. Das ist ja mega gut. Ja, aber finde ich schön, dass wir immer auch dann 3 RPs haben aktuell, dass wir da nicht irgendwas vermurksen können. Sehr professionell alles. Aber finde ich sehr gut. Was mich dann interessiert ist, woher kommt das siebte Replay? Ja, dann. Schnell weiter, bevor du verstehst, was du gerade gesagt hast. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Doch, macht es, wenn man nachdenkt. Schnell weiter. Moment, hä, wieso macht das Sinn? Egal. Ich verstehe ich nicht, aber okay, in irgendeiner Welt macht das wahrscheinlich Sinn. Es gibt keinen Sinn. Also bei mir ist ein siebtes. Maralekos sagt, er ist kein siebtes, aber bei mir ist ein siebtes da. Es sind nur 6 im Drive, aber ich habe Dings gehabt. Ich hatte auf jeden Fall 7-mal, stand da bei Mitralabob. Oder ich habe eine andere Series angeguckt. Naja, wie auch sei. Oben rechts gespawnt, im Blau. Für Team Platinum Heroes, das ist der Neuling, der Grünschnabel. Und unten links gespawnt. Es ist mit der schönsten Frisur, die ein Zelt haben kann, der Tralabob. Das Küken, ja. Eigentlich muss man hier, wenn schon die beiden hier sind. Wie heißt das nochmal? Feldwebel oder so, ne? Das ist das erste Ding, was du kriegst. Da müssen wir kurz mal pausieren. So viel Zeit muss sein. Wieso? Was passiert jetzt? Da haben wir doch noch Material vom letzten Mal. Bei den beiden netten Herren. Und dann müssen wir mal kurz hier Neuling und Trallabob optisch darstellen. Wenn wir den Trallabob finden, der weg ist. Wo ist er hin? Der Trallabob, da ist er hin. Der Neuling ist ja schon. Da ist schon ein süßes Meme hier. Also wegen dir sollte man die meldete. Wieso muss ich sowas wissen? Was ist denn dann sonst? Ich war gut Rekrut, I guess, aber das erste davon. Rekrut will ich ja nicht zählen. Moment, hast du die anderen alle vergessen? Wegen dir sollten die Wehrpflicht wieder einführen soon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Unkraft Schütze ist das erste, nicht Feldwebel. Nein. Echt nicht? Feldwebel ist ein höherer Rang. Keine Ahnung. Das ist, so was muss ich ja nicht wissen. Als erstes bist du Private in der Armee in Amerika zum Beispiel, ne? Also, und ja, genau. Das ist so viel wie Schütze. Und Funker ist halt, wenn du bei einer speziellen Funktion inne hast, dann bist du halt. Ja? Okay, ja, aber Private hätte ich gewusst. Das sind die amerikanischen kenne ich besser. Das ist eigentlich traurig, ne? Ja. Aber ja. Wie heißt das auf Koreanisch? Keine Ahnung. Was ist das Wort für Kanonenfutter auf Koreanisch? Das war ja auch nicht. Okay, PP. Trillerbob gegen Neuling. Und dann sehen wir es. Hallo, ich bin neu hier. Ich bin ein Neuling. PvP ist mein Hobby. Und am liebsten mag ich Probes. Währenddessen der Trillerbob sagt, 6 Stalker, rüberlaufen, töten. Das mache ich Montag, Dienstag, Mittwoch. Mal gucken, ob er es jetzt auch macht. Astralabob-Bild ist ja gut. Ja, mit der Hauptfrisur halt. Das ist gut. Aber hast du nicht welche für die anderen? Das ist vom letzten. Ich hab für jeden aus der Liga eigentlich eins, aber ich habe sie jetzt nicht nochmal neu zusammengebastelt. Okay, warum nicht? Wo ist das Production Value? Ich habe keine Zeit, ich bin nur am Korrigieren aktuell. Ich mache die ganze Zeit Zweitkorrekturen von anderen Schulen, die komplett inkompetent sind. Enttäuschend. Einfach verständlich. Ja, Trallabob hier mit seinem Signature-Move habe ich gehört, diese 6 Stalker. Ja, da ist er. Doppelchrono aufgehoben. Jetzt will er eigentlich den Pylon gefällt ihm schon nicht. Er will eigentlich, dass der Pylon weg ist und dann Doppelstalker-Chrono. Hat auch schon Psi vorgespart an Möglichkeiten, 2 weitere zu bauen. Das heißt, er wird einfach mit 6 rüberkommen und damit kann er immer ganz gut pushern. Ach so. Psi ist doch hier beim Protoss Supply.
Nee, das wusste ich nicht, aber. Oder heißt das so? Heißt es nicht so? C-Limit heißt es doch auch da. Ja, klar. Also, ist halt wie Psystorm, ne? Und den sprechen wir so. Aber C-Supply? Ich weiß, ich war das nicht mal so. Oder ich verwerf gerade, ich bin alt. Oh, der Neuling. Also, das scoutet er. Guck mal, das scoutet er genau dran vorbei, weil er so die Proxy-Locations abscoutet. Und dann Exe und Tag. Und jetzt kommen sie direkt. Zack, bumm. Und ihr müsst zur Sheepery laufen. Oh, der ist down. Das ist gesperrt. Jetzt kann er Sentries rausnehmen, die nicht mehr scouten können danach. Und einen Force Field hat er ja benutzt für den Scout. Oh. Kriegst du sogar hier den einen Soccer raus. Richtig stark. Das provoziere ich nicht, Maralikos, sonst erzähle ich wieder von alten Brutwar Nationalmannschaftszeiten. Das will keiner hören, wenn der Opa wieder aus dem Krieg erzählt. Einmal damals im Ferienlager mit Naruto. So, drauf geht's und wir sehen, die Shield-Battery geht langsam leer. Und jetzt. Ah, gut gesniped. Aber jetzt gehen die Sentries down. Und ich denke, ein weiterer Stalker auch. Ja, das macht er richtig gut. Macht er richtig gut. Ja, das auch ist kein Overcharge da. Das ist so überraschend, wie stark das immer ist. Man denkt sich, oh, ich habe meine 3-4 Stalker. Das kann nicht so viel mehr sein. Und der macht das so geschickt jedes Mal, dass er so viel Value daraus nimmt. Allerdings sehen wir hier auf der linken Seite der DT-Schrein. Und das ist ein starker Counter dazu. Aber, da denkt man sich, aber die Trellerbob-Bild sieht vor, dass immer ein Robo kommt und ein Twilight gleichzeitig danach. Und er damit meistens DT countert direkt. Na gut. Er hat eine Menge gesehen auf der Leiter. Oh, nächster Stalker geht hier. Nicht down, da kommt der Overcharge. Könnte, oh, jetzt könnte er eventuell den Sandy rausnehmen. Nee. Ich glaube, wieder raus. Kommen nächsten zwei Stalker auch über die Map gelaufen. Die T-Schwein ist fertig. Aber kein Geld und es wird weggeworbt. Ja, Kronos hier sogar. Gefällt mir. Wer der die T-Schrein jetzt hier unten, ne? Auf 6 Uhr mit einem Geld und es wird jetzt der DT loslaufen. Dann müsst ihr zumindest die Worker evakuieren. Was macht der Trellerbob aber? Hat der gerade seine Robo abgebrochen? Oh ja, hat er. Der hat seine Robo abgebrochen und es läuft kein DT rüber. Er wäre instant tot. Doch, da kommen die zwei DTs doch. War so spät. Er wird trotzdem. Ja, er hat eben zugebaut gehabt. Jetzt war er eine Forge, weil er gemerkt hat, oh Scheiße. Geht rüber, da sind immer noch keine Units. Denkt sich, oh oh, wenn das jetzt DT ist. Und von Easy Win geht das Ganze hier in, oh oh, ich habe gleich verloren. Innerhalb von einem Cancel. Aber ja, was kommt jetzt? Hat er einen Recall? Er kann recallen. Alle Props recallen oder wegtransferieren. Ja, ich meine, er hat ja sowieso einen Full Wall. Er könnte die Props auch einfach durch die Map schicken und muss den Recall nicht opfern. Ja, aber Neuling ist in Workern vorne. Army ist bad beim Neuling. Der DT macht jetzt nicht viel. Kommt ein Sentry, gut abgewehrt. Ne, also Präventivmaßnahme zum Abwehren. Hat es noch nicht mal das Force Field genutzt. Macht sich selber seine Fortis kaputt. Und geht dann runter und verteidigt. DT geht down, aber auch der Pylon. Sieht doch gar nicht so bad aus für den guten Neuling. Sind die Worker vorne. Ich meine, gut, tech-mäßig, ja, Blink. Ja, Blink ist halt natürlich deutlich später. Ich weiß nicht, so viel. Das wird eine Menge Impact haben, oder? Also, mich wundert es, dass Neuling trotzdem so weit hinten ist, was Worker angeht. Es sind jetzt zwei gefallen, vielleicht? Eigentlich. Du meinst, Trellerbau so weit hinten ist mit Worker. Ja, meine ich, habe ich besprochen. Dass Neuling so weit vorne ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt zumindest ausgeglichen ist nach der DT-Aktion und so jetzt. Oder dass, sagen wir jetzt, zwei Worker hinten ist, aber so weit vorne. Ah, ein Archon jetzt gehen, finde ich, gefällt mir nicht so. Wird hier rausgenommen. Gutes Micro. Overcharge wird genutzt. Guter Overcharge. Die eine kennen, macht so viel Defense. Verrückt. Gutes Hinterhergehen. Kriegt einen Worker, einen Stalker. Aber wäre es hier nicht smarter, einfach die Main zu blinken? Ja, aber er hat. Vorne ist die ganze Defense. Aber. Hat noch einen Server dabei. Der andere hat wahrscheinlich auch Blink, denkst du dir. Und wenn er dann drauf blinkt, ist schwierig. Kannst du machen, aber. Ist auf jeden Fall möglich. Mit DT noch links haben? Ja, guck, er hat's doch jetzt innerhalb von 10 Sekunden. Ja, aber. So früh, also am Anfang hätte er es direkt machen können, auf jeden Fall. Nochmal 5 Worker snipen und raus. Jetzt gerade ist so. Wer weiß, was da oben ist. Mit dem kann man natürlich hinfliegen auf Server, den er jetzt verliert. Oh, auf Server für Snipe. Für den Targetfeuer davon. Ah, ein bisschen unnötig hier so zu fighten. Aber ich glaube, wenn der bessere Spieler das immer macht und da passiert nichts,
hat er daraus Ertrag, weil er eben besser makrot im Hintergrund. Das heißt, diese kleinen Scharmütze, bei denen nicht viel passiert, wo du denkst, ja, habe ich gut abgewehrt, sind dann wirklich gut für ihn. Und jetzt geht er aber hinterher und erwischt drei von den Angeschlagenen, wird nochmal einen erwischen jetzt, wenn er blinkt. Wenn nicht zwei. Ist er entkommen? Ja. Jetzt sieht es immer wieder besser aus für Neuling. Kriegt hier sehr viele und könnte jetzt, wenn er einen Proxy-Peilen hätte und Stalker durchbaut, mit 5 Gates eigentlich ihn wahrscheinlich crushen. Aber wir haben kein Geld. Hat auch plus 1 schon. Jetzt finde ich der gute Neuling. Aber Work-Account inzwischen relativ even wieder. Ja. Wie ich eben sagte, diese kleinen Scharmützel, wo dann der Verteidiger denkt, oh nein, ich will nicht sterben, ich muss fighten. Und du hast aber vorher Makro, du machst ein bisschen Action und dann ziehst du dich zurück, ne? Da läufst du dann besser raus, als besserer Spieler mit besseren Mechanics. Die wir jetzt mal annehmen bei einer höheren MMR bei Trader Bob. Auch wenn Neuling sicherlich das gleiche Niveau mitspielen kann. Hätte ich gesagt, ein bisschen bessere Mechanics bei Trader Bob. Auch 8 Work in the Main, die können natürlich noch an die Third Base ziehen. Und ein bisschen effektiveres Mining. Naja, die ist auch schon überfüllt. Ja, aber wenn du die Gase nimmst oder so. Ja, klar, aber er nimmt jetzt die vierte und geht dann so auf Mars Ground Units ohne viel Tech. So Mars Zelt. Geht mir jetzt da auch so ein bisschen mit PvP? Mal schauen. Ja, schönes PvP. Von Neuling kommen wir hier ran. Falls ihr gerade eingeschaltet habt, herzlich willkommen zur Reaper Liga. Wir sind bei Game 3, Trailer Bob gegen Neuling. Und es folgt noch das große Super-Show-Match zwischen dem Hai und Marek. Also, bleibt dran. Stimmt. Showmatch. Das Beste kommt noch. Ja, weil es das Showmatch des Tages ist. Das ist so wie das Bundesliga-Topspiel. Das braucht eigentlich einen eigenen Sponsor. Ein Spiel die Woche ist wie das Krombacher Showmatch oder so. Oder Bitburger oder irgendwas anderes, ne? Das ist dann. Aber ist dann nicht ein Highlight-Match? Ja, sowas eben. Das kommt immer um die gleiche Uhrzeit. Oh, könnt ihr mal Relikos eigentlich mal überlegen. Dass eines von den Live-Spielen immer gesponsert wird. Praktisch, es gibt einen Sponsor, der sagt 5 Euro und der sucht sich das Spiel aus und der Gewinner kriegt für 5 Euro dann einen Bonus. Klingt eigentlich ganz cool. Das Hype. Oh Gott, jetzt wird natürlich alle mit High, ne? Das ist. alles keine Mies. Wie einfach gleichzeitig das kommt. Ja, natürlich. Überragend. Da können wir mal weiter überlegen. Theo war schon dabei als. Ich bin einfach alt, heißt es. Es ist kompliziert ausgedrückt, aber er hat recht. Winning Team. Okay. So, ja. Alles relativ ausgeglichen. Wann sehen wir denn hier mal wieder. Jetzt sind wir so in der Phase. Traue ich mich anzugreifen mit Prison und will overwhelmen? Mit Mars Gateway Gedöns? Oder geht's weiter in die Disruptor-Phase? Und wir sind jetzt genau hier, voll Disruptor-Phase. Mit DT Harassment, Units wegziehen und dann bitte crushen. Mit der ganzen Armee. Er wartet auch sehr weit außer Vision. Ja, Warp in der Main erstmal. Naja, deswegen, das lenkt ab. Jetzt rennen die Units rüber, aber. Keine viele Base. Und jetzt geht's drauf. Das ist aber eigentlich genug und es sind sogar zwei Disruptor. Und ich glaube, das läuft hier gut. Für Tralabob, wenn er es gut macht. Oh ja, der Disruptor hat richtig. Das war stark. Aber, wieder Warpen in der Main, noch mehr Schaden, Elbworker gehen down. Und jetzt muss eigentlich der Konter richtig was machen. Ansonsten haben wir ein dickes Problem. Aber er hat immer noch Probleme in der Main, das zu clearen, mit den transferierten Units. Und selbst vorne hat er Probleme und es sieht immer besser aus für Neuling. Und da wird sogar die Robo gesniped, während der gute Neuling keinen Observer mehr hat. Einen hat er noch. Ja, aber, Trallabot, kein Observer mehr da, es sind die DTs da, das ist der Sieg. Ja, glaube ich auch. Und da einfach konstant weiter reingeworbt. Und er baut auch keinen Observer nach, einfach, sondern ein Disruptor. Ich versuche vor allem sogar plus 1 jetzt canceln, kriegt eventuell sogar die DT-Shrine. Aber beruhigend, dass auch auf dem Niveau das Leuten passiert, ne, das kennt sicherlich jeder. Und Ruby so, ja, scheiß Bälle, das habt ihr verdient. Wer Bälle baut, dem treten wir in die Bälle. Okay. Zombie mag Bälle. Alle Gates hier an Powers. Eieiei. Ja, also langsam wird's sehr frustrierend. Die Worker kommen in die Ruinen zurück. Hier sollen wir arbeiten, aber hier stirbt doch alles. Ruhe, arbeitet weiter.
So eine Probe, ein Propan mit so einer Peitsche. Ja, genau. Rudern! Meinen! Meinen! Oder mit dem Krückstock schlägt er mal die Peitsche. Ja, auf den Kopf immer so, wie Klock. Aber beim Probe macht das dann so Klong. Richtig cool. Noch mal schauen, ich meine 30, ja klar, ganz 30, 20 Supply liegt jetzt hier. Für den guten Neuling, aber schon deutlich, jetzt kann er wieder eigentlich für diesen Warp-In-Move in der Main gehen. Und dann sollte das ja eigentlich reichen, wenn er frontal pusht. Oh, eine Sekunde bevor die Bars unten links bauen will, werden einfach 8 Zealots davor hingeworfen und der Probe nur so, oh oh. Oh, offensiver Blinker auf die Schotter hier. Oh, jetzt wird er geswarmt. Von beiden Seiten. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen die TRS mit allerdings. Ich kann es irgendwie schaffen zu überleben, während er viel Schaden auf der anderen Seite macht? Ah, ich glaube nicht. Gute Idee. Auf der anderen Seite jetzt was zu machen mit den Tees. Aber es ist zu viel. GG, der Neuling! Holt sich! Map 1 gegen den Trellabob. Trotz eines starken Trellabob-Openings. Frage ist, inwieweit hat jetzt die gecancelte Robo extrem viel ausgemacht? Ich glaube schon viel. Ich glaube schon einiges. Warte mal. Da. Ein bisschen kompliziert, wenn ich so viele Reapers habe von den gleichen Leuten. Wir sind auch alle durcheinander. Da, da, da. Es wird hier. Achso, Rentex wird getwittert. Ja, hab ich auch gesagt, der gute Herr Holy Hit. Geht online. Geht's eigentlich nahtlos weiter gleich, Maralekos? Nach mir oder ist eine Pause? Nicht. Ich glaube, ich kann jemand anderen raiden, ne? Also, weiß ich, also falls Akuro. Okay, nee, Pause. Schreib die Meme-Gurke. Alles klar. 21 Uhr, ja gut, okay, das ist sehr gut. Nee, das ist ein bisschen weit weg. Oder weiß ich gar nicht, so weit weg, ich habe kein Zeitgefühl. Es ist in der Zukunft. So, gespawnt auf der anderen Map, die viele gerne mit Hardwire verwechseln. Es ist auf Glittering Ashes und links gespawnt der Neuling von Platinum Heroes. Und oben rechts für Team TSV Burgdorf, die existieren auch noch. Das ist Trallaboss oder auch der Trallaboss, das gefällt mir. Ja klar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Trallaboss, du wirst jetzt auch sehen, der macht jetzt noch das 2-1. Ich würde sagen, er ist der stärkere Spieler. Und der hat das Spiel auch eben eigentlich in der Hand gehabt. Aber der Neuling hat das schon ganz gut gemacht dann. Ich glaube aber, wenn der Neuling so ein bisschen nicht das Spiel kontrollieren kann und der Trallab ein bisschen kontrollieren kann, dann zerfällt es beim Neuling. Also ich glaube, das macht jetzt schon Trallab stark. Also ich habe Trallab auch schon weg all-int. Aber er macht öfter Sachen, die mich verwirren so ein bisschen. Und damit kriegt er mich oft zum Beispiel. Auch wenn er eh der bessere Spieler ist. Aber ich glaube, das hat er gerade beim Neuling auch geschafft. Und dann hat er sich selber rausgebracht. Ich glaube so, wenn er sein A-Game bringt, sollte er eher gewinnen. Ja, gerade hat er halt Trallabob gespielt und jetzt spielt Trallaboss, sage ich dir. Okay. Hoffentlich. Dann kommt jetzt Oracle, Proxy Oracle. Ah, Proxy Oracle sagst du, okay, mal gucken. Dann ist es Trallaboss, sonst ist es nur Trallabob, der spielt. Ja. Hat auch hier sein, hat auch Sinne, die ganzen Zealots haben einen schönen Haarschnitt bekommen im Sommer. Naja. Schon so ein bisschen zu lang an manchen Stellen. Okay, mal ein Hawaii-Hemd an. Haben auch keine Psi-Klinge mehr in der linken Hand, sondern so eine Hula-Hula-Kette. Oh, wir sehen hier beim Neuling in wenigen Sekunden, was für Units er baut. Ja, jetzt kommt irgendwas krass. Nee, ich warte auf den Tag. Ich denke, es wird wieder Makro werden, ja. Sentry? Kein Trust. Sentry Stalker. Ja, man kann auch mal falsch raten. Wir haben noch die Hoffnung auf das gleiche wieder. Sechs Stalker. Auf Glittering Ashes, aber so, meh, großer Weg, ne? Oder wir sehen ein Stargate. Da ist das Stargate. Ich hab's gewusst. Der mag gern Oracles. Ist es nicht Proxy? Also doch der Trallaboss. Es ist nicht Proxy. Es ist der Inbase Trallaboss. Der Inbase Trallaboss. Aber ins Gesicht gebaut. Confident. Ins Gesicht gebaut. Ja. Mit Stalker richtig, Opening. Richtig. Der denkt jetzt einfach, ist ja
wenn du der bessere Spieler bist, mit Oracle das Spiel dominieren, einfach immer drüben sein mit Oracle und bei Mars Exen und so, ist einfach auch ein dominanter Style, wenn der gut klappt, ne? Der ist auch richtig cool, aber bei mir funktioniert der nicht, ich versammel den immer irgendwie. Oha, eine Legende ist dem Chat beigetreten. Sahne. Die einzig wahre Sahne. Der einzig wahre Sound von Yu, habe ich gehört. Das ist korrekt. Ja. Nicht der Maschendraht, nicht Showtimes Maschendrahtzaun, sondern der Stahlzaun. Mit Stacheldraht noch oben drauf. Es ist der unschlagbare Sahne. Ist der OG-Zaun. Der OG-Zaun. Was haben wir denn hier? Oracle, fertig. Das heißt, Stalker stehen da, gucken ein bisschen. Oh, blinkt mal kurz auf der anderen Seite. Oracle gescoutet. Wird sogar provokativ angeschossen und sind, ich hab dich gesehen. Ja, aber kommt irgendwie nichts mehr hier von Tralabob. Naja, doch. Kein Twilight, kein. Ah, doch, da. Ja. Das ist Oracle, hier Oracle, ein Oracle into Blink Makro mit Adept und Oracle gleichzeitig Pressure. Könnte ich jetzt mit dem Oracle den Worker weglöten, um durchzukommen, brauche aber nicht, er kommt so durch. Die Late Night Adepts um 4 Uhr nachts in Korea. Und wieso hat er jetzt die Worker gepullt? Nach da unten. Ich hätte die einfach alle hochgepullt. Und dann Force Field, ich glaube, weiß nicht. Oh! Das war knapp. Mit den Stalkers rein, das ist natürlich ballsy hier. Von Treller Boss. Ich glaube, es wird gestorben. Oh, starkes Force Field. Überragendes Force Field. Aber stark auch schnell zu recallen, da um noch einen zu retten. Ja. Gut, vom neuen Spiel sehr gut, wirklich hier. Muss man sagen. Ja, beide Seiten sehr, sehr stark. Ich habe hier so ein Gate weit hier unten gebaut. Ein bisschen versteckt vielleicht. Um jetzt schön viel Blink zu bauen. Aber wir werden sehen. Vielleicht auch für Scouting, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite ein Proxy Gate würde ich mir zünden und dann mit 4 Gates durchdrücken. Weil. Du musst auch immer durchdrücken, ne? Ja, wegen einem Oracle. Wenn du 2 Oracle hast, dann ist halt immer hier diese Situation mit dem. Er macht Pressure und er hält dich unter Kontrolle und du kannst nicht raus. Und so, wenn er so viel Stalker gekillt hat, er hat jetzt 9 zu 5 Stalker Vorteil. Wenn jetzt beide durchbauen und du blinkst in die Main, du snipest den Pylon hier, kommt er nicht mehr raus. Hast gewonnen. Okay. Dann überpowerst du ihn einfach. Mal schauen. Klingt smart. Das ist ja jetzt auch. Blink ist durch bei ihm und auf der anderen Seite ist es noch bei 2 Drittel. Und wenn man so bei 6 Minuten kommt, dann kann man noch gut was machen. Gibt auch so eine 5-Minuten-Bild vom Juggernaut, dem All-In-Boy. Der spielt in der PvP so ein 10 Stalker bei 5 Minuten mit Natural Makro-Bild. Das ist so seine Anti-Makro-Bild. Dann blickt er hier hoch mit 10 Stalker, snipet den Pylon und versucht immer dann daraus zu profitieren irgendwie. Das ist gegen so Builds ganz gut, wenn nur ein Oracle da ist. Weil ein Oracle kannst du immer wegmicro mit den Workern auch hinten. Das tut dir nichts. Nur 2 sind gefährlich. Jetzt geht er auch rüber. Also ich bin auch Fan von 2. Okay. Dritte wird hier angegangen. Aber Tralaboss am Start. Battery auch fast fertig. Jetzt auch Blink da. Ja, hat sich gut revitalisiert. Hier beide Sentries. Oracle in der Mitte der Map. Geht's hier wieder in den Nashor rein? Möchte wahrscheinlich ja genau. Status Hot. Lasen. Ich würde einfach lasern. Wir können im Rand, die können lasern. Vier Worker könnte rausnehmen. 3 könnte. Gefährliche Situation, deswegen kommt auch der Recall. Und dann lasert er trotzdem nicht. Oh. Schade. Von beiden. Das hätte richtig starke sein. Situation. Beide sehr, sehr riskant. Geht gut für Neuling. Das Oracle ist auch down. Was die Worker angeht, aber überraschenderweise. Trotz verschwendetem Oracle mit wenig Schaden. Und trotz vieler Stalker, die downgegangen sind. Makrotechnisch. Noch alles im Rahmen. Und der Neuling sogar inzwischen hinten. Während der aber die größere Army stellt. Und jetzt wird es auf dieses Tri-Base Unit Peak Makro einkommen. Wann denn einer sich dir traut, was zu machen, mit welcher Unit-Kombination? Und hier gehen wir schon auf die Immortal beim Trellabob. Auch schon eine Shield Battery. Trellabob hier auch schon mit die T am Start. Ja.
Beide kein Charge. Ich weiß nicht ganz, wofür der Immortal gerade da ist. Ja, du gehst gleich mit Masterlocker Immortal rüber und machst die dritte kaputt, bevor Charge da ist. Kannst du manchmal machen. Wenn du siehst, der andere geht eh kein Charge. Oder spät. Allerdings geht der Neuling jetzt rüber. Und ich glaube, er hat ein bisschen Respekt vor den vielen Stalkern, aber jetzt ist so ein Punkt, wo die Immortal nicht mehr ganz so gut sind. Und jetzt macht er das, was er schon längst hätte machen können. Da kommt der Blink, kann zwei Pylone rausnehmen. Oh, gut, direkt gesplittet. Das Focus Fire. Das kann auch einfach die Stalker fighten, oder? Der ist ja mehr. Ja, aber du willst einfach jetzt hier raus, reinforcen und dann overpowern eigentlich. Aber er blinkt in die Immortals hier rein. Die hat er gut platziert, der Trellerpop. Oh, jetzt laufen sie nochmal zurück. Gegen Sentry. Trailer-Pop. Der Trailer-Bob. Ich spreche noch manchmal undeutlich dank Corona und dem Husten. Ich hab gedacht, weil er die Stalker so poppt. Nee. Ich dachte, das war echt ein Witz. Nee, okay. Eigentlich nicht. Trailer-Pop. Das hört sich an wie eine coole Band. So eine Boygroup. Die die Trailer-Pops. Trailer-Pops. So eine südkoreanische Band. Die singen immer irgendwelche Stalker-Lieder. So, und jetzt versucht er eben das, was ich gesagt habe, aber die Zealots sind schon da. Und jetzt wird er wahrscheinlich Riesenprobleme bekommen. Die Stalker und Immortals sind zwar gut gegen andere Stalker, aber mit so vielen Zealots kriegt er die Immortals nie wieder zurück und wird jetzt wahrscheinlich geswarmt werden. Und die Units muss er effizient traden und er merkt jetzt auch, oh nee, lieber zurückgehen. Und wenn der Leute sich jetzt entscheidet, drauf zu gehen, könnte das sehr gut laufen für ihn. Und das macht er auch, da wird er die Immortals kriegen, hat auch schon einen Archon. Blink, offensiv, und da kommt wieder ein schlauer Recall, aber zu spät. Alle drei Units da. Links aus Foxy Gateway jetzt am Start. Ja, jetzt wird er auf die 12 Uhr Exit drauf gehen. Frage ist, Hallen auf Server? Na, ich dachte. Ja. Ist er erst auf die vierte zu gehen und hat einen. Ist mit der Army dabei. Ja, ich finde, wäre besser gewesen, aber das Gate ist halt hier oben. No? Interessantes Placement hier mit den Buildings, dass er nicht an die Stupid Retran kommt auch. Wilson fliegt über die Army, wurde aber nicht gesehen von Neuling. Ja, neun. Und jetzt geht's drauf oben, während das Prison da unten fliegt. Blink. Ja, aber sollte auf die Battery gehen. Tut er nicht. Halt auf die Battery. Der einfach alles. Ja, Archon ist unsterblich mit der Super Battery. Prism fliegt nach oben zurück. Links. Ich glaube, da ist ein F2 im Spiel. Ja, da oben links, die zwei Pioneers haben gekuschelt, aber... Ja, oben rechts, ein Warpiner wieder. Macht der Leute wieder das gleiche, was er eben gemacht hat. Einfach hier DT Zealot. Ja. Aber wir sehen einen Defensive DT, der hier gute Arbeit verrichtet. Während aber nichts gegen das War Prism unternommen wird, das kommt raus. Und jetzt geht er wieder drauf, aber mitten in die Nova. Das heißt, der kleine Vorteil, das Zeitfenster, das er hatte mit den Mars Zealots, ist weg, weil jetzt die Disruptor rauskommen. Und jetzt nimmt der Traller Bob langsam wieder die Oberhand. Was Army Composition angeht, während der Rest noch gleich ist, Upgrades sind gleich, Worker Count, jetzt besser für Trailer Bob. Noch ein Proxy Gateway oben links. Der Neuling mag seine Proxy Gates. Ja. Ist ja auch gutes Scouting, wenn man vier Proxy Gates auf der Map hat, kann man nichts gegen sagen. Gefällt mir. Ist korrekt. Jetzt gehen ran an der vierten. Oh, ist die andere so da. Das werden rausgenommen. So, noch ein Stalker im Prison. Das ist der König. Wird transportiert. So. Und jetzt geht's hier richtig drauf. Wieder kein Snipe mit den Stalkern auf die Super Battery. Sehr unnötig wieder. Ah, könnte ich mir besser wünschen von Neuling. Ich glaube, er sollte aber auch hier nicht fighten. Das ist sehr gefährlich. Link hinterher. Das Prison macht immer noch wilde Moves hier. Das ist irgend so ein Pilot, der liebt die Gefahr. Gleichzeitig geht es in die Main mit dem gleichen Zealot Squad, aber wir haben diese defensiven DTs und es ist kein Observer da, das hilft sehr viel. Ja, und dann haben wir auch wieder in der vierten, das sind aber zwei Cannons und zwei Batteries. Spike in der dritten ist auch da. Oh, der Disruptor, oh, der tut richtig weh. Und langsam explodiert die Army vom Trailer Bob. Also. Ja, aber auch 19 Workerflow, muss man sagen. Ja, aber ich glaube, jetzt hat der Neuling ein großes Problem, weil die Army so viel stärker wird und er so viel wegschmeißt, dass er einfach getötet werden könnte. Er muss ihn beschäftigen. Aber jetzt in der Main auf einmal mit dem nächsten Zealot Warband, wo sind die DTs hin? Wie hat er die geklebt bekommen? Ohne Observer, die wurden weggeheftet. Und schon hat er wieder ganz viele Infrastrukturpylonen verloren. Und der Neuling holt sich wieder über diese Main Drops mit dem gleichen Prison immer
holt er sich das Spiel zurück. Und ist auf einmal deutlich weiter vorne. Und auch Army Supply gleicht sich an. Und durch die ständigen Drops kann der Prell überhaupt nicht rübergehen. Ja, das macht er noch nicht richtig gut. Der Tracer ist auf jeden Fall sehr gut auf den Trallerboss. Steht übrigens natürlich 1-0 für Neuling. Habe ich falsch gemacht. Das heißt, er könnte sich das 2-0, das könnte das 2-0 jetzt holen. Ja, das ist Matchball. Mal schauen. Nächster Runball auf der rechten Seite. Neuling macht schon gut Druck, ey. Spielt eher die Terraner. Aber ja, stimmt. Da steht die Defense. Und jetzt geht's aber in der Mitte los. Ein super Hit von Trallabob. Kann er ihn jetzt crushen, ist die Frage. Panik des Stoppers 1 und 2. Einer trifft sehr gut. Er flüchtet. Da wird weggeblinkt. Der Stopper rausgesniped. Der nächste rausgesniped. Kriegt er noch einen. Die Batterie wird aktiviert werden müssen. Oh nein, er läuft weg von der Batterie. Verliert beide das Stopper. Das war ein großes Problem. Und ein super Hit von Trallabob. Und es sieht aus, als würde Trallabob sich hier das Spiel holen. Innerhalb von kürzester Zeit zerfällt der Neuling. Und Trallabob ist wieder da. Ja, richtig starkes Spiel von Trallabob. Da wird der Trallabob innerhalb von Sekunden wieder zum Trallaboss. Richtig gut defendet, also wurde er ein bisschen Schaden genommen, aber auch gut dahinter mal gemacht wird mit den Props. Dann sind das auch eigentlich wieder even, relativ even im Workcount. Also trotz der Match hier richtig, richtig gut gespielt, aber davon nicht vergessen, Neuling hat unten auch noch die Base. Ja, aber kann er jetzt so schnell wieder genug Army stellen? Er hat nicht zu viele Gates. Hatte er gerade zwei Stück da? Er hat zwei Proxy Gates, eins verloren. Hat sechs Gates. Kriegt seine Mineralien nicht so gut ausgegeben, weil er hat ja nur Mineralien wenig Gas. Er hat hier die Gase nicht genommen bei den anderen Basen. Das ist ein großes Problem jetzt. Ja. Jetzt haben wir so eine Zealot Disruptor Armee. Das ist immer sehr, sehr, sehr risky. Dummheit und unfassbar viel Schaden in einer Gruppe. Das sollte man vermeiden. Aber ich meine, wenn die Disruptor richtig gut connecten von denen, kann er theoretisch auch zurück ins Game kommen. Ja, aber ich glaube, er sollte jetzt hier nicht aggressiv herumlaufen, aber er will halt seine nächste Basis verteidigen. Müsste er versuchen, auf der anderen Seite was zu machen, aber ich denke, wenn der Trallabobs jetzt gut anstellt und drauf blinkt richtig, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Es ist interessant, wie passiv Trallabob ist, obwohl er eigentlich so ein Lead hat. Vielleicht, weil es eben das zweite Match ist und er dann nicht dumm hinschmeißen will. Dann wünsche ich mir aber mehr Defense wünschen, auch in der Main, wieder gegen die Drops. Ja, links der Slow Zealot Run by von Trallabob. Gegen den Fast Zealot Run by, da treffen sich die Opas und die Jünglinge. Na? Und wer gewinnt? Ich glaube, die Opas sind zu stark. Ja, die Opas sind zu stark, aber die theoretisch können die irgendwie einfach wegrennen. Obwohl. Warte mal. Nein, da kam noch einer dazu und der hat es dann geregelt. Ah, okay. Oh, fast geregelt. Da kommt der erste Schuss vom Disruptor. Jetzt sind wir interessant aufgesplittet hier vom Neuling. Sehr, sehr große Konkave. Ein bisschen zu groß tatsächlich. Oh, drei Disruptor-Schüsse auf einmal sind natürlich nicht so gut. Oh, jetzt sein Disruptor-Schuss in die Mitte wäre stark. Aber er kontrolliert es gut. Und guter Blink zur Seite. Und an dieser Stelle sollte sich Trallabob das Spiel holen. Und er? Ja, mit den Reinforcements, die jetzt da oben kommen. Naja, die Slow Zealots kommen jetzt auch langsam an. Haben wir denn mal das Upgrade jetzt mal hier? Oh, der eine Disruptor? Der hat was vor, der hat was vor! Und Trallabob. Oh, gut reagiert. Aber Charge ist fast fertig jetzt, bei Minute 17. Ja, Counter-Attack ist auch am Start. Gute Counter-Attack, sehr starker Counter-Attack, aber hier geht's auf die Disruptor-Produktion, das ist natürlich crucial zu diesem späten Zeitpunkt. Nimmt auch eine Basis raus oder für was entscheidet er sich? Oh, da kommt der Recall. Wenn der Disruptor jetzt vorne ist, kann er voll reinschießen. Oh, schlechter Hit, aber stattdessen kommt der bessere Hit. Trifft genau den Disruptor. Hat da immer noch einen Disruptor zur Verfügung, kommt sogar noch ein zweiter hinterher. Der schießt ins Leere. Der zweite schießt. Oh, und trifft den IT und den Disruptor. Sehr gut. Jetzt ist eben die Anzahl der Gates ein Riesenproblem. Der Neuling kann nicht nachproduzieren, so viel wie er möchte. Er könnte mehr. Tut er aber nicht. Kommt der Recall? Ein DT ist noch da und kein Observer. Doch, da ist. Nein, es ist ein Trallabobs Observer. Und er merkt so, hätte ich wirklich weggemusst? Ah, tatsächlich? Ist Neuling im Supply jetzt wieder vorne? Auf 3 Uhr, das Raptor Snipe und der DT alleine, der findet an zu arbeiten hier. Genau. Denn
Das es sind weh. Alle Robos gefallen. Keine Robo mehr da. Keine Bälle mehr. No more balls. Kein Volleyball mehr. Oder Tischtennis. Also im Tennis sagt man ja New Balls, please. Parubi sagt immer No Balls, please. No Balls, please. Ah, macht aber gut, geht jetzt auf die rechte Seite. Abused his positioning. Auch schön ein für die Vision. Kommt noch mal ein paar Sells von hinten. Oh, der zweite ist stark. Der ist schon da. Oh, wird rausgenommen. Der wird gesniped. Aber die Sells machen hier einen guten Job gegen die Worker. So, dass Trella aber wieder vorne ist. Ein bisschen hier getrappt. Ja, gecornert. Der Trap Bob. Nicht die ganze Army. Oh, holt aber noch vier raus. Und die Worker verfahren sich hier ein bisschen unnötig. Sieht echt nicht schlecht aus, der Neuling. Ja, der Basen-Sniper auf 3 Uhr war unglaublich wichtig für ihn. Ja. Auf einmal hat er wieder eine größere Army. Aber auch nur noch 50 Worker. Ja. Geht euch mal gut hin und her, wir sind schon bei 20 Minuten. Das ist ein echt gutes Match. Das ist richtig gut. Richtig schönes, spannendes PvP. Warum kann TVT nicht so sein? Weil 2 Terraner beteiligt sind. Ja, ist halt und wenn zu viel Salz zusammenkommt, dann wird es einfach nicht schön. Ja, jetzt sind wir hier die Basis. Okay, gefällt mir. Star Wars nimmt sich. Seit 15 Minuten hättet ihr Träger bauen können und keiner macht's. Warum? Die Kaffee hast du heute getrunken, Saber. Die Kamera wäre schnell, hat er gemeint. Eine hektische Kamera. Ja, das mache ich auch. Oh, der ist da. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, der ist richtig reingeballert. Oh, oh, der aber auch. Den habe ich gesehen. Und der nächste. Der zack. Und jetzt kommen noch die DTs rein. Das soll das gewesen sein. Denkt man sich auf einmal. Ja. Haben wir noch die DTs vom Blau? Ja. Ein. Aber Blau. Da ist der. Observer da, DT down, Observer down. Die Tees arbeiten weiter. Es wird einfach weiter geäxt trotzdem, was soll's. Ja, da haben die Software kurz das Game entschieden. Rip that hit. Ja. Das sagt der, der Grünschnabel ist. DT, ja. Ausgleich. Starkes Game. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, das sieht ziemlich gut aus für Neuling. Dann am Ende noch, aber dann kam die Disruptor und ja, alles vorbei, ne? Gott, jetzt muss ich wieder die... Map Nummer 3. Da. Eine Sekunde. Ja, dann muss sie die Einsen machen. Nee. Ich hab was Besseres vor. Besseres vor, okay. Ja. Ist gut geworden. Ist ganz gut geworden. Freut euch. Ich muss die Werbung noch wegmachen. Ja, das ist Paint war involviert. Bin ich gespannt. Ja, du hast eigentlich forciert das Ganze. Ich hab's forciert? Ja. Du bist nicht schuld, weil es ist was Schönes entstanden. Ja. Du hast es selber gesagt. Was passiert? Was passiert, wenn. Ralabos? Ja. Oh Gott, was hast du getan? Der Ralabos ist da. Was? Pass auf. Oh Gott. Da ist der Ralabos. Ich hab mal Boss gegoogelt und da kommt das und hab schnell den Kopf drauf gemacht. Oh, der Trallerboss. Schnell, das muss jetzt rein. Das muss rein in den Livecast. Natürlich. Muss schnell annehmen. Oh, herrlich. Wir können. Ich zieh's dann auch schnell in den Livecast rein. Das ist das gut. Trallerboss. In dummen Bob-Haarschnitt auch. Ja, manche Leute lieben den vielleicht, weiß es ja nicht.
So, da sind wir drin, in der letzten entscheidenden Map zwischen Neuling und dem Trallaboss. Ja. Und oben links gespawnt. Rip that hit, he said. Rip that hit. Es ist From Platinum Heroes, der Neuling. Und unten rechts in Rot für Burgdorf, der Trallaboss. Wunderschön die Haare geschnitten. Pass auf, ich hab noch einen. TSV Bossdorf. Bossdorf. Okay, fühle ich. So wie unfair das aussieht. Der kleine, hallo, ich bin neu hier. Und der andere Boss, ey. Ja, bin gespannt. Was sagst du denn hier so, Berlin-Krab? Was ist denn gut? Adepten, weil Minerals weg, meinen und dann rüber, oder? Sechs Stalker, Boss. Sechs Stalker und dann Minerals weg und go? Go, ja. Gibi? Ich sterbe gerade beim Husten, aber ja. Aber es ist auch eine schöne Proxy Oracle Map, es ist eine schöne 3G Robo Map. Hier ist vieles möglich. Also Berlin gerade gut Design, sagst du. Gutes Map Design, viel möglich. Da viel Quatsch auch möglich, ob man das jetzt mag. Ich finde sie auf jeden Fall interessant im PvP. Man sieht keine dummen, langweiligen Matches. Okay, wir sehen auch einen Proxy Pallen auf jeden Fall. Ah, ist eine Proxy Oracle Position. Trigate wäre natürlich auch hier was Starkes, was man spielen könnte. Trigate Sahne, zum Beispiel mag ich das hier. Ich würde sagen Sahne, aber Sahne spielt überall Trigate. Sahne 3G nennt man ihn ja auch. 3G Sahne. Die 3G Sahne. Ich glaube, ich habe auch schon. Ja, aber Talabapier hat schon zwei Stalker im Bau, also. Zwei Deppen, oh, das stinkt doch nach dem Proxy Oracle, aber es kommt keins. Vielleicht einfach sage zu Hause? Nee. Proxy DT später. Gar nichts. Also er faked halt Proxy Oracle mit den Adepten, ne? Proxy Pylon plus DTs, Adepten, da denkt sich jeder, das gibt ein Oracle. Das gibt Stargate. Oder Quatsch irgendwie. Und dann spielt er einfach gar nichts. Ja, aber warum platziert er denn jetzt nicht den Tech in der Main? Ah, jetzt wird es zu spät. Der Robo? Ah, weißt du warum? Vielleicht, okay. Weil er auch sieht, dass ein Pylon fehlt. Vielleicht hat er sich deswegen umentschieden, könnte ich mir vorstellen. Ja, kann gut sein. Weil er wollte, aber nee, er hätte auch zurückfahren müssen. Ich glaube, er hatte schon den Plan, einfach. Ah, hier Master. Er wollte hier so tun, als ob Proxy-Dings und dann macht er Master Adepten. Ah, okay, ja. Weil das Einzige, was schlecht ist, wenn du Master Adept gehst, was richtig schlecht ist, war für dich, wenn der andere Oracle geht. Und wenn du ja siehst, oh, ein Pylon fehlt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du selber Stargate Oracle gehst. Aber der Trallabob macht halt einfach den Trallabob. Das ist ihm doch egal. Der kommt nur mit Workern, nur mit Stalkern. Oh, starkes Micro hier. Den Stalker zu saven. Sehr gut. Ich glaube aber, wenn die nächsten zwei jetzt kommen, wird das schon schwer. Oh, ich weiß nicht, ob ich nicht jetzt hier den Dings angedrückt hätte, den Immortal. Warum drückst du nichts an, Neulich? Du musst den Immortal andrücken. Oh, eieiei, das Micro richtig stark von Trallabob. Starkes Micro von Trallabob, aber das kann er einfach mit seinen sechs Stalkern. Da ist er zu Hause. Das ist so, wie der Mark in seiner Zone ist die sechs Stalkers Zone, die Trallabob Zone. Ja, da kam wieder der Trallaboss raus. Ja, richtig den Boss rausgeholt und dann richtig ihm einen reingebobbt. Und jetzt kommt hier Dreigate Robo hinterher, ängstlich, und weil, weißt du nicht. Und Trallaboss kommt ein Disruptor Drop. Ja, ich glaube, er riecht, dass jetzt hier das gleiche kommt. Oh, starkes Force Field. Und wieder dieser super fast Recall. Dann kriegt er einen noch. Und die haben schon mal öfter wichtige Stalker gerettet, die Records. Das stimmt. Oh, es wird vielleicht. Könnte er für Force Field, wenn er möchte. Ja, starkes Force Field. Ja, könnte er den einen noch Stalker kriegen, aber nein, schade. Zwei Deppen können ihn theoretisch abfangen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, versucht er auch, glaube ich, jetzt. Aber jetzt kommen vier weitere, die sich gut positionieren. Und wenn er jetzt runterläuft. Oh, aber er könnte rein. Jetzt kommt er rein. Es ist kein Worker da zum Blocken. Und Supply Block ist da bei beiden. Ich dachte gerade, er hat den
Ja, ganz kurz, er hat die Beine Depths eingeladen. Ja, das sah so aus, ich weiß. Das ist der neue Trick, du kannst Shane Depths einladen in ein eigenes Warp Prison und sie wegfliegen irgendwo in der Ecke. Das wäre gut. Und dann lässt du sie ins Wasser fallen. Esst ihr ganz Gibt's dir Wasser? Irgendwas? Oh, shit. Nee. Shane kommt durch. Bestimmt irgendwas, oder? So grün die Map. Jetzt nee, es gibt kein Wasser auf der Map. Okay, erste Stop da auf dem Weg, aber kein Speed Prison. Ja. Kein Speedboy. Fände ich auch besser. Kann auch Color Boy sein. Ja. Color Boss ist besser. Jetzt Wasser damit, die frisst dann der Hai. Das klappt auf 2K auf jeden Fall. Der Hai Boss, der spielt gleich noch. Er ist ein Hai-Gott, kein Boss. Das ist halt Gottheit. Bin gespannt. Also, weirdes Game auf jeden Fall hier. Beide One-Base bei 6 Minuten noch. Ja, aber wenn jetzt ein Hit gut passt, dann hat der Bob gewonnen. Und er reagiert rechtzeitig. Ganz knapp. Ist ja nicht allzu viel. Könnte mit gut den. Gut gemacht. Und die Stalker retten. Weiter Ball auch auf dem Weg. Muss jetzt aber wieder zurück. Ja, er muss wieder zurück, ne? Und der Trailerbob äxt halt. Wenn er jetzt dabei noch schafft, auf Blink zu gehen, dann sieht es sehr gut aus. Das tut er aber nicht. Und es wird gleich eine Situation geben, wo eines Dr. Hit vieles entscheiden könnte. Oh, hätte nicht durchschäden sollen. Hat gerade kein Force Field leider. Jetzt belauern sie sich ein bisschen. Jetzt haben wir so ein richtiges Berlin-Grad-Fiesta-PvP. Ja, aber sieht ja sehr gut aus für Traller Boss, würde ich sagen. Ne? Hat ja, schon wobei mit Blink, ne? Wenn er mit Blink drauf blinkt, dann kann ich halt voll crushen. Jetzt wirst du hier auszuladen, der kommt vorne rum. Legt nur die Immortals aus, zieht sich wieder zurück. Hat sehr viel Respekt vor den zwei Disruptoren, weil er eben noch keinen Blink hat. Dann kann er ganz schnell die 20 Spiel verlieren, leider. Jetzt hat er Blink, jetzt kann er los. In 3, 2, 1 und ab. Und wenn er jetzt drauf blinkt und die Immortals sniped. Oh, bei Immortal angeschlagen. Aber jetzt kommt der Blink auf die Disruptoren. Er ist leider kurz zu früh kommen. Kriegt das Prism. Oh, er kriegt Prism. Kriegt den Disruptor. Zu viel Schokolade für Tobi. Überdosis. Wie heißt das Ding noch an Disruptor? Ich habe wirklich den Namen kurz vergessen. Schokoraptor. Und jetzt geht's rüber. Und mit der geschickten Blink-Micro jetzt. Oh, wenn die Disruptor halt, die Immortals nicht verloren hätte. Was ist denn da gestorben jetzt noch? Kann sein, dass jetzt der Neue sich das Spiel holt. Wenn er es geschickt macht. Glaube ich auch. Ich meine, zwei Disruptor sind noch da. Prism. Ja, erstmal einen und weg. Jetzt kommt der zweite. Oh, er blinkt ja vorne. Oh, er blinkt daneben, aber er schießt auch daneben. Jetzt muss er die Battery fokussen. Macht er. Und jetzt kommen die Worker dazu, wichtig. Ja, aber das sieht ziemlich gut aus für Traller. Boss hier hat auch den Immortals am Start. Kann die Worker auch wieder zurückziehen. Das sieht doch eigentlich. Also, ich würde sagen, es sieht ziemlich gut aus für den guten Traller-Boss. Zwar kein Disruptor mehr, aber Immortal hat auch noch eine Battery. Und hier auch ein Blink durch. Schokoraptor ist mein Lieblingsdino. Das ist gut. Das ist der beste Spruch von Margaritas bisher. Das ist so richtig so ein kleines Kind, so ein bisschen debil. Der Schokoraptor ist mein Lieblingsdino. Der schmeckt sogar nach Raptor. Und er ist aus Schokolade. So. Oh. Und ja, ich für den gutes Micro hier. Jetzt kann er hochblicken und Piloten rausnehmen. Knappes Spiel, aber ich glaube nicht, dass er ihn hier finishen kann, dank Battery und Zealots. Die Zealots tanken hier wie Sau. Es ist super stark, so Zealots zu haben in so einer Situation. Prism, Budget, Blink, Micro, wie Naruto es nennt, wird genutzt. Knappe Kiste, der Pylon geht down, er muss natürlich weg, aber es verzögert alles. Aber der Trailerbob ist von der Worker-Anzahl her deutlich besser unterwegs. Wenn er jetzt kurz peeken kann, mit Units, sieht's gut aus. Er hat nur 3 Gates und 2 sind empowered. Ja. Hat noch ein Force Field, hat nicht allzu viel. Aber es ist halt auch nur ein Model da.
Steht ja schon so ein bisschen bereit mit den Stalkern für den Prison Move wieder. Auf jeden Fall wieder schöne Series von den beiden. Ja, finde ich auch. Sehr, 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 sehr gutes TVP. PvP. PvP. ZVZ, wie du auch sagst, ne? Ja, ZVZ. Ja, und jetzt merken wir langsam, wird das besser. Oh, er kann runterblinken. Wenn er den Blink hätte. Ja, starkes Force Field. Blink ist ready von beiden und jetzt wird hier unten gefightet. Die restlichen Stalker müssen runterblinken. Tun sie aber nicht. Ja, die haben noch keinen Blink ready. Jetzt können sie endlich. Kriegt das Prism sehr stark. Worker-Vorteil noch minimal da. Aber jetzt ist auch der Army-Vorteil da. Und ja, 30 Army zu bleiben. Mit eigenem Prism hinterher. Jetzt müsste eigentlich gefinisht werden können von Tralabob. Recall sogar. Stark abgewehrt, stark gepressured. Er hätte noch so einen Beilen drüben, sehe ich gerade. Stimmt. Da kann er warpen, entscheidet sich für sehr letztens schlaue Entscheidung. Die tanken nämlich und dann kann er mit dem Stock in Micron. Und damit sollte das ausreichen, ja, hier an dieser Stelle, um Neuling zu overwhelmen. Kriegt jemand einen Stalker? Ne, kriegt doch keinen Stalker mehr. Und da hat er ihn ausgepackt, den Trallerboss. Ja, ich hab's gecallt. Du hast gecallt. Ich kenne meinen Trallerboss. Du bist nicht der weiße Wolf, du bist der weiße Wolf. Ja, korrekt. Ich habe genug PvP von Trallerboss gesehen, als bei Burgdorfer. Und Starker auch schon mal gespürt? Hab noch nie gegen Trallerboss, glaube ich, PvP gespielt. GG von Neuling. Der Boss ist zu stark. Ja. Stark gemacht. Der weiße Wolf und der weiße Hai. Hm. Okay. Dann zum Highlight-Match. Ja. Ich brauche mal keine Sekunde Pause kurz. Mein Hals ist extrem. Von meinem. Viel trinken. Ja. Ich brauche einen Bonbon, aber ich habe einmal gehustet eben, da kommt der Corona-Reizhusten wieder, der mich immer noch manchmal nicht in Ruhe lässt, seit es weg ist. Ich hole mir mal einen Bonbon. Ja. Und jo, dann machen wir jetzt hier, eigentlich müsste das die 1 sein. Das ist die 2. Ich habe eine gespeichert noch, aber die ist weg, dann machen wir noch schnell eine neue. Denn wir haben jetzt zum ersten Mal ein 2:1. Ja. Frage ist, wird das das einzige 2:1 oder wird die nächste Series auch so enden? Tendenziell würde ich, tatsächlich denke ich, dass der Hai eigentlich gegen Mare gewinnen sollte. Aber der Hai ist auch sehr schwach gegen so. Ja, ist auf jeden Fall. Also Hai 2:0 schließe ich aus. Wenn der Hai tiltet, 2:0 Mare möglich. Ich tippe 2:1 Hai. 2:1 Hai. Ich glaube, aber ein 2:1 ist sehr unwahrscheinlich für einen Hai, weil sobald der eine Map, glaube ich, verliert, ist er zu tilted. Das ist interessant. Das könnte sein. Gerade der Hai, der hat dann so Selbsthass. Das stimmt. Ja, wenn der Hai spielt, heißt es natürlich Hai-Emotes. Oh, ja, kann man auch schnell was machen? Wie schnell bin ich, ist die Frage. Zack, zack. Wo ist der Hai? Da ist der Hai. Hat gegen den Sarkrash gespielt als letztes. Ich glaube nochmal für einen. Was hast du denn für ein Bild gehabt für Marek? Ja, der Proxy-Robo-Zeugen Jehovas. Ach, ja, stimmt. Oh, stimmt, das ist auch schon. Oh, ich hab was Gutes. Es ist aber ein bisschen biased. Also es ist ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist Foreshadowing. Ich weiß das. Ich glaube, ich wusste das, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe es erfahren, aber ich habe keine Ahnung mehr. Das verdränge ich immer. Das ist mehr als 2 Tage her. Ich hätte. Ach, schwer bei den beiden. Ich hoffe, dass wir einen BC sehen, aber in der Series sowieso nicht. Weil es wird sowieso wahrscheinlich Proxy Robo von Marek oder Adepten oder. Was war sein drittes Bild? Proxy Robo? Irgendwas anderes als Proxy Robo. Adept? Nee, der hatte noch was anderes. Er hat immer so. So Two-Base, Proxy Robo Elevator hat er immer so. Stimmt, er hat Unit Elevator, dann hat er so Into Blink Sachen, was, ne? Aus der gleichen Geschichte. Ja, das Follow-up ist ja immer das gleiche, spielt er immer, das droppt da hinter allen. Aber ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, es ist einfach Two-Base Robo, was er da noch spielt, auch mit Proxy Robo. Fängt er einfach nur die zweite Base an.
Drei Builds, um den Hai zu tilten. Ich glaube, sobald er schafft, dann hat er auf jeden Fall eine gute Chance, der gute Marek. Wenn er es nicht schafft, den Hai zu tilten, chancenlos. Okay, warte, ich habe was Gutes. Hast du was Gutes? Mhm. Was ist denn? Kaugummi? Nein, ich meine ein gutes Bild für das, was uns jetzt erwartet. Oh, ich weiß noch nicht, wo ich es gespeichert habe. Sagst, es ist Bias, also wird es irgendwas sein mit dem Hai triumphiert. Ja, nicht schlecht. Ja. Schon gesagt. Guck es dir an. Ist das dumm. Ich mag es. Ist das die Roben? Ja! Natürlich. Der Hai macht kurz einen Prozess aus der Robo. Ah, jetzt erkenne ich die Robo. Die ist so nach rechts gedreht. Ja, die ist gedreht, natürlich, weil er sie gefressen hat. Ja, jetzt erkenne ich. Ich hab noch schnell die Zähne drüber gemalt. Ich musste erstmal nachdenken, was das optisch bedeutet, wenn er da reinbeißt. Nur der eine Zahn dahinter, der durchguckt, das ist, glaube ich, ein bisschen nicht gut für seine Zähne. Aber. Wir werden sehen. Wir gehen rein. Ja. Und du machst mal die ersten 2 Minuten ein bisschen. Halt's ein bisschen besser, ich hol mir noch schnell einen Bonbon. Ja, kein Problem. Machst du mal Intro, kurz. Aber wird schon besser. Ich hoffe, der Hai nutzt den Highground. Eieiei, die ganzen Highground. Oh ja, Chat. Oh ja. Ah, es ist halt Saber Stream, ne? Ich spüre es. Wir schießen flach. Die Sprüche. Das ist richtig flach. So, Map Nummer 1. Unten links gespawnt. Für Team Tanke. Der heilige Hai, der Hai-Gott. Shark-Gott, Shark-Boy. Eine Menge Namen hat der Junge. Das ist Shark-Ripper, für Team Tanke. Und oben rechts für Platinum Heroes. Der Proxy-Robo-Gott. Es ist... Gewinner der Wahl zum Mr. Proxy Robo in Rheinland-Pfalz der Jahre 2018, 19 und 2020. Ja, korrekt. Beim Proxy Robo Schönheitswettbewerb. Wer ein Hai ist, ein Hai. Warte, was machen Leute immer so, die Kinder bei diesem Schönheitswettbewerb? Die singen und sowas immer. Marek hat gesungen natürlich auch irgendwie. Oder hat so irgend so ein Stack-Ding vorgemacht. Kennst du die so stacken? Das würde ich mir auch zutrauen, dass er sowas gut kann. Ich sag, der hat gesteppt, Hans. Ja, da sehe ich ihn. Verkleidet als Robo. Ja, genau. Da hat er gesteppt, Hans. Hundertprozentig. Das ist nicht mal, ich glaube, das weiß jeder. Oh, aber nur ein Gas. Keine Proxy-Robo hier. Okay, damit Doppelgas. Ist das eine neue Build? Hat sich Marek weiterentwickelt? Hat Marek eine vierte Build? Naja, sagen wir eine dritte Bild, weil die dritte Bild ist einfach nur die eine Bild nur auf 2 Base. Aber mal schauen. Bin gespannt. Er hat meine Aufmerksamkeit. Der Hai hier natürlich ganz Standard. Wir kennen ihn wahrscheinlich jetzt hier mit Reaktor. Er sagt immer, er fühlt sich mit Reaktor sehr safe dagegen. Nee, hat mich angelogen. Spielt in Wirklichkeit Reaper. So dreist also. Kann ich dir die Kameraführung geben hiermit? Nee, was ist ein Replay? Das gibt's nicht. Kannst aber ein Spieler. Ja, ich mach kurz den Spieler an. Ich mach lieber Marek an. Das ist langsamer. Und hol mir einen Bonbon. Ja, Marek ist wahrscheinlich auch interessant. So ein Bild, der gerade spielt. So. Da wir jetzt in Mareks Sicht sind, erzähl ich auch ein bisschen was über Marek hier. Sehen, Doppelgate, Doppelgas. Und eine Shield Battery in der Main. Wahrscheinlich hat er vor, mit den ersten 2 Adepten einfach rüber zu shaden. Und den Reaper zu ignorieren, falls ein Reaper kommt. Aber das Ding ist, in so einem Fall sollte der Terran sowieso nie über die Map gehen mit dem Reaper. Also kann er machen, aber ist ein bisschen riskant. Und Sharkripper hier als Antwort. Er geht Concussive Marauder. Mit 2. Barracks. Sehr, sehr interessante Response. Macht nicht allzu viel Sinn. Generell, wenn man gegen einen Proto spielt, der Tech oder ne, der aggressiv ist, ist das Tech immer besser vom Terran, dann Siege Tank, ein Cyclone, eine Widow Mines ist selbst besser dagegen oder sowas. Aber der Hai hat hier auch vor, auf 3 Racks zu gehen. Und dementsprechend ist das gar keine so schlechte Idee, dann das Ganze zu machen. Hat ja auch gesehen, dass da eine Natural steht. Adepten kommen jetzt hier rein. Ja, SCVs werden direkt gepulst. Mule ist frisch gedroppt. Das tut ein bisschen weh. Sehr viel Mining, dass der gute Marek hier denyen kann.
Zweiter Bunker wird auch direkt gebaut vom Hai. Oh, die beiden Marauder können hier den Adept ein bisschen kitzeln, aber auch nicht allzu viel machen. Stim allerdings immer noch angedrückt vom Hai. Das heißt, Stim ziemlich hart delayed. Glaive auf dem Weg von Marek. Es sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich für Marek. Weil ich schätze mal, er wird jetzt hier so ein Two-Base oder ihn durchdrücken. Und das Stim ist sehr, sehr delayed. Hat der gute Sharkboy vergessen anzuklicken. Wir Deppen gehen rein, kriegen hier einen Worker. Ja, und der Hai probiert es hier einfach zuzuwollen, dass die Adepten nicht mehr rein oder auch raus können. Ja, stark und Pressure Build. Hat es bemerkt, oh, der Wall ist actually offen. Glaive, oh, und die kommen rein. Oh je, und Glaive gibt's hinterher. Ei, ei, ei. Ja, 3 Worker Kills, 4 Worker Kills. Könnte sogar überlegen zu Recall nach so, ja. Jetzt. nimmt 9 Worker mit, das tut natürlich richtig weh. Vom Income hat auch den Wall vorne zugebaut, das heißt eine Menge Ressourcen nur in den Wall reingesteckt, der jetzt nicht so viel bringt. Ich habe das Problem, ich krieg gerade nicht mehr die komplette Vision. Danke. So, und ja, Marek jetzt hier, 6 Gate, gib ihn, War Prism auf dem Weg. Es ist, ich glaube, also in der Theorie sollte, glaube ich, der Hai wissen, was hier Marek spielt. Also ist dann eine neue Variante von Marek zu Open, aber... Da ist ein Clayfall in hinterher. Genau, kann man sehr gut lesen. Er hat schon viele Deppen gebaut. Könnte auch die T sein. Kann man vielleicht auch noch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wäre natürlich so schöner mit einer Factory-Build mit Minen jetzt natürlich. Aber so, genau. Auch gut haltbar eigentlich, wenn man denn jetzt nicht so viel verloren hätte am Anfang. Ja, genau. Hat auch am Anfang gesagt, ne, gegen so High-Pressure-Builds von Protoss ist Tech immer ein bisschen besser als so Rex-Savvy zu sein. Hilft dir einfach so ein Tank oder ein Cycler mehr. Oh, und das Prism ganz knapp an der... Und Chuckboy sieht das auch nicht. Jetzt kommt natürlich das Prism Sneak in die Main. Jetzt haben wir so einen kleinen Base Trade. Und genau in den Dead Space wird geworben. Auf der anderen Seite haben wir keine Battery. Ja. Jetzt sieht der Hai das. Deppen laufen direkt rein. Factory wird erstmal delayed. Push kommt drüben rüber, aber das ist auch ein Full Wall. Wird sogar einmal für gestimmt, ohne den Wall aufzumachen. Das tut ein bisschen weh. Ja, zu Hause nicht so viel. 6 Marines. Auf der anderen Seite sind die Marines auch durch. Er hat gerecalled jetzt und kann das sehr, sehr gut clearen. Hat aber auch 7 Worker verloren. Warpt jetzt nach dem Prison wahrscheinlich. Ja. Oh, die 2 Marauder sind immer noch am Leben. Mhm. Aber ja. Aber kriegen so viel Reichweite. Keinen Schaden mehr hin. Adapten sind wieder da. Diesmal kommen sie noch unten durch. Sollten drauf schäden. Tun sie aber nicht. Hätten, glaube ich, das Game gewinnen können gerade. Ja, da gehen nochmal eine Menge SCVs. Ich glaube, das tun sie auch hier trotzdem mit dem Schaden. Der Schaden ist enorm. Er hat probiert, das Prism zu kriegen und hat halt eine Menge Damage in der Zeit gefressen von den Adepten. Da kommen auch die ganzen Adepten jetzt natürlich wieder rüber. Die sind natürlich nicht tot. Das sieht nicht allzu gut aus für den guten Sharkboy. Ah ja, ich glaube, die Robo frisst den Hai. Soll ich das mal schnell malen? Nein. Das ist eine grobe 10, die ein Armhai ist. So, das sind eine Menge. Wie viele Adepten haben wir zwischen? 20 Adepten, das ist halt auch eine Menge Damage. Mhm. Wahrscheinlich sogar den Bunker Freeshotten. Der Bunker ist weg, er macht sogar noch ein kleines Micro mit dem Adepten. Aber er kann nichts mehr machen am Repairen, denkt man sich. Aber geht doch, Muscle Repair, stark, aber der wird einfach reingeschädet und geaklickt. Genau. Und das war's leider. GG, vom Hai. Vorbei. 1:0 für den Hai. Das, ja, da ist das, ich hab ja gesagt, ne? Wenn der Hai einmal getiltet ist, ist es kritisch. Ich habe Vertrauen. Ich habe auch Vertrauen, aber... Ich hoffe einfach, dass nicht Tim am Start war, sondern Sharkboy. Und so gehen wir in die zweite Map. Heute Berlingrad. LE, die Leather Edition. Oben links gespawnt. Er ist der Hai aus der Tanke. Da wollen wir die Tanken und die Hai-Modes gespammt sehen im Chat.
Es ist Zeit für Map 2. Oben links mit der Sharkboy. Twee. Und unten rechts in Blau, gerade mit seinen Adepten, unglaublich solide den Sieg eingefahren. Es ist Marek. Ich sag, Marek geht jetzt für Foxy Robo. Ich glaube, er wird nicht dazu das rechte spielen. Mhm. Berlin gerade ist auch eine gute Foxy Robo Map. Ja, also ich glaube, er wird mehr Erfolg fahren mit den Adepten. Ich glaube, dass es zweimal klappen würde gegen Sharkboy. Gerade Berlin gerade, ne, auch wenn du hier, ne, das hast du ja gegen Musti auch gespielt. Mhm. Unten mit Doppelgate und dann die beiden Minerals aufmachen und dann genau das gleiche Follow-up spielen, könnte auch ziemlich. Ja, generell erst dieses mit mehreren Adepts das gleiche machen und dann einfach irgendein anderes Follow-up ist auch, glaube ich, einfach stark, weil du delayst alles so lang. Und dann könnte ich mir bei Marek gut viel Geld Blink hinterher vorstellen oder sowas, weißt du? Ja, aber der High hier, dieser mit anderen Opening, ein Opening, ich auch sehr gerne spiele, ein Doppelgas. Mhm. Früh Factory. Genau, hat eine Menge Tech im Early Game. Gerade gegen Marek, glaube ich, eine sehr gute Idee, sowas zu spielen. Und Reaper zum Scouting würde ich schon bauen gegen Marek, aber er scheint sich für den Marine. Ja, der Marine ist interessant, weil wofür willst du das Gas dann haben? Das hat man halt diese 80 Gas. Weißt du, was vielleicht ich glaube, was gut ist gegen Marek, wenn man ein bisschen bereit ist zu gamblen auch? Oh, Quidomine Drop. Nee, er geht ja mal Robo. Ja, aber er geht kein Observer. Ja, aber das Server baut nur 20 Sekunden, 30. Eine Chrono dann nur dementsprechend halt. Aber er macht auf deiner Seite was, du defendest, Minecraft auf der anderen Seite. Also muss nicht cloaked sein, aber ich glaube, Minecraft ist gegen so All-In-Sachen. Ist halt gambling und du kannst auch sterben dabei auf deiner Seite natürlich, ne? Das Problem ist, dass du dann kein Tank hast. True. Das ist halt das Hauptproblem. Dann machen wir ein Doppel-Factory-Build, eine baut Tanks und dann eine Walk Mines rein. Und wir sparen uns den Raumhafen. Brillant. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so schlecht wäre. Ist lustig auf jeden Fall. Das klingt sogar ziemlich okay. Ach guck, was haben wir denn da? Robo. Ja, was ist denn da? Passend zu Meme müsste jetzt eigentlich der Hai die Robo zerstören. Ja, Scouting Marine. Hat der Hai? Der Hai hat aber nicht Nexus gesehen. Oh. Der Nexus wird sogar gecancelt. Aber das Mindgame funktioniert gar nicht, weil der Hai gar nicht gesehen hat, dass da Nexus steht. Timmy scoutet nicht. Timmy kann nicht gemindgamed werden. Easy win für Timmy. Gefällt uns der Cyclone? Cyclone ist sehr, sehr gut. Ja, Cyclone kann man immer machen. Geht Cyclone into Tank. Egal gegen was man spielt, wenn man es nicht weiß, ist immer eine gute Idee. Und wir sehen den Fusion Core, das ist viel interessanter. Okay. Also wenn so ein Immortal Drop auf so einen Battlecruiser trifft, schon interessant, was dann passiert. Von allen Openings habe ich das nicht erwartet. Mir gefällt es super. Ich glaube, der zerstört ihn jetzt. Natürlich. Der Hai ist sehr bekannt für seinen Battlecruiser. Gefürchtet. Zarkas hat auch schon dagegen verloren. Oh, und findet sogar die Foxy Robo. Eieiei, aber sollte nicht die Zeichen verlieren. Oh, das tut natürlich richtig weh. Also die Zeichen zu verlieren, damit kann er das Prison nicht so gut zonen. Kritisch. Einfach sein Zoning Tool verloren. Könnte überlegen, den Viking einfach zu verlieren. Ja, das ist die 3-Gate Elevator. Kanzelt den Tank. Für den Battlecruiser. Um das Prison zu kriegen, ne? Ja, nicht. Aber ich weiß ja nicht, dass eine Menge Stalker. Naja, guck mal, wenn er jetzt mit Immortal und Stalker draufdroppt und den Tank Fokus, der Tank weg. Ja, da hast du ja die Marines davor und die SCVs. Ja. Ey, ich weiß kommt nicht, also kritisch. Sind jetzt ja auch beide Tech-Labs einfach for free. Kommen die nächsten Stalker. Ich meine, gut, ich glaube nicht, dass Marek davon ausgeht, dass da jetzt gleich ein Battlecruiser rauskommt. Alle SCVs werden gepult. Marek denkt sich, das läuft ganz gut. Ich mach ein bisschen Schaden. Micro. Und dann kann es wieder hochdroppen. Tank ist allerdings wieder da. Ich wollte gerade sagen, sollte er nicht siegen. Oh, kriegt den Immortal! Das könnte. Das war aber unnötig. Und jetzt fliegt das Prison bitte rein, in dem Moment, wo der Battlecruiser kommt. Der springt einfach rüber! Stark, natürlich, viel schlauer! Ja, das Problem ist die Battery. Das heißt, du kriegst nicht einen einzigen Worker-Kill. Prison mit Record. Das hat aber seine Ruhe. Fliegt in die Ecke. Fliegt nicht richtig in die Ecke. Aber ja, ist okay. In die Ecke? Ich meine. In die Ecke fliegen? Sehr gut, ja.
Das ist tatsächlich ziemlich gut. Vor allem muss er auch deine Menge Stalker zurücklassen, um das zu verteidigen. Und das Ganze, was er vorhat, ist halt vorbei, weil er kann nicht brechern. Jetzt gehen die Marines auf die Map, kriegen die Robo. Das heißt auch kein Disruptor oder sowas als Follow-up. Das ist tatsächlich. Das klappt viel besser als gedacht. Ich habe jetzt eher erwartet, er tötet mit dem Disruptor das Prison. Mit dem Battlecruiser das Prison. Und hat dadurch einen guten Vorteil. Das habe ich nicht kommen sehen, dass das passiert. Proxy Robo wird rausgenommen. Das ist ja klar. Aber ich hätte gedacht, dass du das so viel machst. Ganz ehrlich. SCV Pull, zweiter Battlecruiser, vorne drauf, GG. Das könnte man tatsächlich machen, ja. Aber wenn du es sicherer spielen willst? Ja, wahrscheinlich gegen Marek ein bisschen safer zu spielen, keine schlechte Idee. Aber ich mein, zweiter Tank, Battlecruiser zurück teleportieren, reparieren, rüber. Ah, du musst halt zu Ende reparieren. Stalker werden hier so ein. Ich würde tatsächlich sagen, die Stalker werden hier so ein bisschen gecatcht. Muss aufpassen, dass der Tank da nicht gefokust wird. Aber das Prism geht schon wieder down. Sehr gut für den High. Der High zerbeißt die Proxy-Robo. Ist das wirklich so? Da überrascht mich der High. Ich hätte nicht gedacht, dass der Battlecruiser funktioniert. Der fliegende High ist der beste High. PC tippt ja auch einfach raus. Fly High. Marek sieht das jetzt aber ja auch, dass der TP, dass der BC raus ist. Ja, Marek hat gar keinen Tag mehr, baut einen Robo nach, hat 4 Stalkers. Fürchterlich für ihn, die Situation. Ja. Tech-wise. Der geht ja auch den BC und geht Yamato kennen. Das heißt, wir werden wohl auch ein paar mehr Battlecruiser sehen, sonst wird, glaube ich, wenig Sinn machen. Oh, zu den zweiten andrücken, denke ich. Sobald er das Geld hat. Battlecruiser könnte man als Sharknado bezeichnen. Ja. Shark Cruiser, Battle Shark. Shark Cruiser. Ich find's gut, dass der High jetzt auch langsam ein bisschen mehr zu Mech und zu Battle Cruisern kommt. Mhm. Ich bin ja schon sehr großer Believer da drin. Und wenn ich jetzt noch den High God auf meine Seite kriege, dann ist der perfekt. So, 6 Stalker und 3 Zealots kommen hier rüber. Ja, aber ich meine, sinnlos, was er damals macht. Und jetzt geht der Battlecruiser wieder rüber. Und der zweite wird auch jumpen, aber das wird noch dauern ein bisschen. Viking macht alles safe hier. Also ist easy peasy. Vom Hike-Spiel, gut gespielt. Sieht sehr, 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 sehr over aus wie ein guter Marek. Ich habe auch 3 Batteries in der Main, ohne jeglichen Grund. Was für ein richtig dummes Spiel für den Bruder, wie das jetzt aktuell aussieht. Ja, ich glaube, da kann man auch nicht mehr allzu viel machen. Also, er kann auch probieren, genau in die Main zu gehen, glaube ich, mit dem Prison. Aber das Ding ist, der Battlecruiser kann auch wieder zurückspringen. Und er kann zurückspringen, das Prison Yamato. Und damit allen draufgehen und gewinnt halt den Fight. Ja, sage ich auch, ne? Prison raus, das war's mit. Und der zweite kommt genau, er verliert zwar den einen, aber. Ja, geht jetzt mit allen drauf und dann das sollte das GG sein, denke ich. Oder haben wir ein Zoom-GG-Timing? Perubi wäre schon seit 20 Minuten draußen. Na, wer seid ihr PC-TP raus? Nee, weißt du, wann Perubi rausgegangen wäre als Terraner? Oh, okay. Wenn er seinen Reel verloren hat. Ja, stimmt. Als Proto ist es schwierig zu sagen. Naja, als Proto ist definitiv, wenn der PC reinspringt. Ja. Bin mir ziemlich sicher. So, dann kommen wir in die alles entscheidende Map des heutigen Spieltags. Okay, der High überzeugt mich. Ich hoffe auf noch einen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Battlecruiser sehen werden. High oder High Hype ist die Frage. Definitiv der High Hype. Eigentlich müsste der High noch so ein Tattoo auf der Flosse haben. Weil er ein Gangster heißt. Ja, genau. Und dann müsste so Tim stehen. Und so ein Herz, weißt du, so mit so einem Pfeil dadurch. Oh ja, oh ja. Das ist ein paar Potenzial. Auch optisch ist es, glaube ich, gut. So ein rotes Herz auf dem High. Oben links gespawnt. Er mag keine Battlecruiser. Denn es ist Mr. Proxy Robo himself from Team Platinum Heroes. Merrick. Und unten rechts in Rot der Mech-High, der Battlecruiser-High. Mekai! Shark-High, Shark-Boy. Timmy. High-Junge, Tim, Timmy. Eine Menge Namen. Marcel, da ist. Danke. Sharkdropper. Und auch David. Nee, das ist ja völlig weit hergeholt jetzt hier, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja absurd. Wie das Tim halt vom Guarding Phone einfach einmal kam, ne?
Das ist echt krass. Da keinen Sinn macht, einfach. Es macht Timmel. Ah, er ist halt, er ruht in sich selbst, bis er dumm verliert. Und dann kommt wieder zum Sharknado himself. Ja, und dafür, dass er die erste Maps ja schon ein bisschen dumm verloren hat, kann man schon sagen, ne, hält sich gut. Mhm. Und diesmal, Marek sagt sich, okay. Egal, Mindgame, egal. Ich denke, ich baue einen Wall gegen die Battlecruiser, da kann er mir gar nichts. Oh, wow. Ah nein, da kommt er hier, ne? Zweiter Pilot vorne. Nee. Max Packs, Trigate, Parting. Na, Proxy Robo, was ist es? Ich glaube die Robo. Ja, das ist definitiv Robo. Das ist. Du weißt, wie wir casten. Guck mal, da dreht sich hier das eine Ding neben der Probe. Was ist das? Was? Neben der Probe ist das eine Ding, was? Das ist ein Dreifachscheinwerfer. Wie das, was denn? Hä, was? Es sind doch so kleine Dreier-Scheinwerfer um die Probe herum, bei der Proxy. Und der eine, ach so, der ist hier gerade unsichtbar. Stimmt. Warum ist der unsichtbar? Weil die Probe drüber ist und deswegen dreht er sich. Dreht sich immer der, wo die Probe drüber steht? Ja. Verrückt. Das ist deine Antwort, ja. Nee, die drehen sich alle, nur du hast keine Vision, deswegen drehen die sich nicht. Weil das Sideblocker sind. Ja, genau. Deswegen siehst du die Animation nicht. Wenn du nur draufstehst. Brillant. Ja. Das muss man eigentlich, muss man hier 7-8 Worker hinstellen, um ein wunderschönes Bild zu erzeugen. Und hier 7-8 SCPs. Man vereinbart sich, in der Mitte zu treffen, schweißt das weg und dann hat man hier eine kleine Party. Und dann dance in der Mitte der Salad. Was ist denn hier eigentlich widerliches? Bah! Schon wieder Banelinge. Ja, und so, wie heißen die Hybrid-Salads? Ja. Oh. Feuer, spicy, spicy, aber spicy. Da spicy ist heiß, der Hellion ja, Drop, Proxy, oder? Was ist Proxy, es? Nee, es ist ein Proxy Banshee. Proxy Banshee kann ich mir gut vorstellen, aber es kann auch einfach Proxy Battlecruiser sein. Aber Proxy, er turtelt Proxy jetzt in den Marik-Style und macht als Counter auf der anderen Seite Lip oder Banshee. Er hat ja eine Battery wahrscheinlich früh. Battlecruiser, komm. Wieder? Das wäre nice, komm. Aber dann braucht er nicht da bauen. Doch, weil dann kannst du nach Hause zippen. Fusion Core bauen. Ja, Fusion Core bauen, oben rechts. Ja, der Hai versteht mich. An die Echse, damit die nicht genommen werden kann später im Game. Weil das Game noch 40 Minuten geht. Ja, definitiv, das mache ich. Wie er sich die Mühe gegeben hat, hier, guck mal, hier zu patrouillieren, hier oben rechts jetzt. Ja, in so einer ja, ja. Sanduhr. Muss alles in Ordnung haben. Jetzt kommt der Immortal vorne und oh. Der Hai denkt sich, oh, guck mal, wie weit der Tank schießen kann. Bench. Das wusste ich nicht. Ja, Tanks haben viel Reichweite, deswegen hatten immer die auch Siege-Tanks. Und das wird die Banshee, auch wie ich es gecallt habe. Es ist nicht das Dune, wir machen es safer. Ja, enttäuschend, aber verständlich. Ich bin auf jeden Fall Banshee, die Papa. Geile Unit. Zwei Banshees schlecht, machen so viel Spaß. Lieber. Ja, aber macht Spaß ohne Ende. Mit Doppel-Banshees, Worker-Snipen. Mit Laune. Piu, piu. Das sind die Phoenixe des Terranas. Oh, Select-Drop, interessant, aber... Der Hai reagiert aber nicht schnell genug. Verliert den Tank. Müsste auf zwei Banshees warten, tut er. Und damit könnte er das Spiel, glaube ich, direkt gewinnen, wenn es gut läuft. Wenn er nicht stirbt. Ist natürlich jetzt mit dem Starport auf der anderen Seite ohne Viking schwierig, mit dem Prism was anzufangen. Müsste die Rex riften jetzt. Die Rex riften. Oh, der Tank gefällt mir nicht, dass er da sieht. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum Sharkover hier probiert, seinen Wall zu halten. Weil der Wall ja nicht so viel bringt. Es war also gut, dass er die Worker gepullt hat, weil mit den Zealots kann oder der Depten kann er schnell verlieren hier an der Stelle. Aber ich würde zumindest was in den Bunker tun, dass ich nicht durch Zufall alle Marines verliere. Ja. Aber hier, ich finde, das Game zeigt gut, warum man generell immer einen Cycling haben möchte. Der Cycling, ja, der Zone ein bisschen total. Das mehr. Das ist sehr recht. Mit dem Cyclone jetzt wäre das viel, viel einfacher. Und die Prism Action auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Banshees. Während hier. Die geben es die Pylonen richtig. Ist das knapp? Der Tank geht auch down. Oh mein Gott. Das war ein Base Race. Okay, Overchaff gezündet. Also ich muss da sehr, sehr aufpassen, wie synchron die Banshees schießen. Gar nicht. Aber es reicht trotzdem, weil sie so lange schießen, bis alles kaputt ist. Jetzt fliegt der Hai. Kann man hier in den Death Space fliegen? Ja. Hier zu diesem wunderschönen Gebilde. Oh, wie geil das. Oh, guck mal! Haben wir noch eine Probe?
Ja, noch eine Probe. Wir haben auch noch 50 Minuten. Spannend, spannend, spannend. Das ist ein Game. Aber oh, jetzt kommt der Recall, Observer. Aber... Anfang ist auch ein Observer. Weißt du, was jetzt natürlich nice wäre? Ein Viking, ein Scan, tötest den Observer. Das wäre lustig. Ich hab sogar überlegt, ob er nicht eigentlich in Viking gehen soll, wegen Prison, aber wegen... Ja, aber rüberfliegen, ja, hm. Aber nee, jetzt, aber wegen ich glaube, weil er ja gegen 4 Stalker nur kämpft und es ist keine Battery... Ja, richtig smart. Ist, glaube ich, die Anzahl der Banshees, glaube ich, schlauer. Ich bin gespannt, ob das reicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, ja, es reicht, nein, oder? Nicht reingehen. Ich glaube, mit Micro reicht's. Guck mal. Ja, stimmt, weil es Prism nicht browsert. Nein, die Stalker! Das ist ein Draw. Naja, er muss immer nur weg. Das ist kein Draw. Nein, er kann ja immer wegfliegen mit den Banshees und sich Energie holen. Ah, ne, Quatsch, braucht er nicht den Observer, aber Marek kann das nicht fighten. Marek kann nicht fighten. Doch, er kann fighten mit dem Prism, kann er fighten. Er kann mulen. Er kann mulen und er kann auch theoretisch die Banshees preparen mit dem Mule. Und er kann minen mit dem Mule, ne? Ja, aber ist trotzdem ein Draw, weil der Immortal das Mining verhindert. Wieso verhindert der Immortal das Mining? Der läuft jetzt zurück. Ding. Guck, er kann einfach so ein Micron. Dann kriegen die Banshees kein Damage raus. Und er hat immer noch Geld für eine Pro. Oh Gott, ist das ein weirdes Game. Double Mule. Aber zum Glück nicht den Worker angedrückt. Er schießt aber die OC an, statt die Mules. Das ist ein Fehler. Direkt 100 Mineralien. Aber wie viel willst du meinen? Er kann sich halt jetzt wieder eine Banshee leisten. Haha. Wie du jetzt überlegst, was du machst, ne? Jetzt kommt die dritte Banshee. Jetzt der Viking wäre natürlich... Ah. Ja, der Viking wäre jetzt King. Muss er wieder rüberfliegen. Oh, wenn er die Probe kriegt, ist ein Draw. Oh! Was ein Game. Das machen meine Nerven nicht. Eieiei, Timmy. Komm schon, du kannst es schaffen. Wir sind neutrale Caster, aber wir sind High-Fans. Ich mag Marek auch total. Bin großer Fan. Immer mega lustig, wenn Marek spielt. Er hat auch noch oben den SCB. Oh, jetzt kommt die Banshee hier raus. Der Worker wird jetzt wieder gestalkt. Jetzt kriegt er ihn. Jetzt kriegt er ihn. Jetzt kriegt er ihn. Oder? Oder? Oh, kleine Probe. Da ist die Probe. Nein! Oh! Krank! Marek und Hai. Was geht ab in dem Game? Das ist mein Geschmack. So müssen Games aussehen. Absolute Fiesta. Macht gar keinen Sinn. Ist das schön. Oh, nein, die neue Banshee wird direkt. Oh. Macht er gut. Marek's Prism Micro ist halt auch nice. Muss man schon sagen. Und jetzt müsste der nächste Mule kommen und die Benches da reparieren. Ja, vor allem der Model ist auch auf der Mitte. Aber die Mule, die holen sich jetzt einfach den Viking. Vielleicht denkst du dir, aber nein, er hat kein Gas mehr. Nee, ich wollte gerade sagen, aber er hat noch einen Worker da oben rechts. Er könnte auch irgendwie jetzt eine Mine bauen. Wenn er ganz wenig Gas hätte, das wäre natürlich mega geil, wenn er mit zwei Minen einfach das Prism random auf der Map tötet. Die eine Prophet Chrono boostet, damit man doppelt so viel Income hat. Ja, das stimmt sogar wirklich. Das sind zwei Probes. Ist das stark. Oh Gott, ist das ein weirdes Game. Da kommt jetzt ein Hellion. Echt, ich hab doch gesagt Hellion. Für die Probes? Ja, er kann halt einfach mal einladen mit dem Prism. Er kann halt die... Marek muss ja eigentlich nur bei seiner... Er muss einfach die Banshees splitten. Er muss mit einer außen rum fliegen. Kann nichts machen. Ja, stimmt, ne? Der hat nur einen Observer. Ja, dann kommt er mit der Banshee von der einen Seite und mit der anderen Banshee von der anderen Seite. Okay, zweiter Hellion ist auf dem Weg. Der Immortal kommt jetzt wieder und sagt, nein, hier wird nicht gemeint. Ah, der Hellion kommt jetzt rein. Oh, die Banshees kommen wieder. Das Problem ist, ein Hellion braucht auch halt... Ja, jetzt hat er halt eben hier das Hellion, aber er muss wegfliegen. Ja, aber kann er einfach einladen. Ein Game. Jetzt. Frage ist, okay, warte, machen wir mal ein Guessing Game. Wie lange glaubst du, geht die Map noch? 4 Minuten. 4 Minuten? Ich sag bei 15 ist Schluss. Hi. Ja, okay, Hi glaube ich auch, dass er gewinnt. Du sagst 15 Minuten ist Schluss. Das verliert das seine Rex und sonst. Darf ich zu lange warten, das Ding, weil das weiß ich nicht. das könnte halt noch ewig gehen, theoretisch, ne?
15 ist ein guter Guess. Gut, damit wir ein bisschen auseinander sind, sage ich 20 Minuten. Alles klar. Aber ich glaube, 15 Minuten ist richtig. Oh, guck, da kriegt er den. Da kriegt er einen Stalker. Oh, und Gott, der Helen ist drin. Und alles ist tot. Goddammit. Die Probes sind noch da. Kann aber auch einfach. Er hat einfach alle Gate unpowered, ne? Er kann keinen Stalker hinterher warpen. Ja, er könnte zum Beispiel mit dem Prism natürlich das Gate wieder anmachen. Ah, nice, der Marek, ey. Stimmt. Eine Probe arbeitet nicht. 30% aller Arbeiter machen nichts. 33%. Ey, jetzt treibt er die Benjis hier wieder zurück. Und er hätte jetzt schon. Ich frage mich, ob es sich nicht mehr lohnt, statt den Probes tatsächlich einen Stalker reinzuwerfen. Das Ding habe ich mir auch gerade gedacht. Ich wollte gerade sagen, er hatte doch schon fast Geld für einen Stalker. Doch, dass dieser eine Probe dann nicht meint. Der Immortal jagt hier so einen Hellion. 20%. Oh, weißt du, warum der Hellion vor. Oh, doch sogar. Wenn er halt einfach eine Air-Unit hätte, ne, gell? Das wäre so stark. Nein, in der Main zu spät, oder? Doch, die hat sie noch bekommen, hat sie noch gerade so bekommen. Und jetzt müsste er doch einen Stalker holen wollen. Ja. Power das Gate mit dem Prism. Und hol den. Der baut auch eine Pylon. Hast doch gar kein Geld. Warum, Marek? Jetzt fliegt er weg. Was? Ja, er hat gesehen, dass die Banshees. Warum hat er eigentlich nicht den Observer einfach rufen Command auf den Banshees? Und warum ist der eine Worker oben rechts immer noch am Sanduhrzeichen, anstatt mal dem anderen Worker dazu helfen? Der hat immer noch sein Zeichen da. Das ist so ein Sekten-MWF. Hallo, Bran and Rage. Sentry, ihr kriegt den lustigsten 3-Map-Draw hier, den es seit langem gab, der kein Draw wird, aber mal gucken, wer es sich holt. Sieht gut aus für ein High. Der kommt jetzt mit den 3 Hellions nämlich. Ist der, aber der Immortal ist da auf einmal. Ah. Ja, er probiert mit den Banshees den Immortal rauszunehmen. Jetzt holt sich der High aber, weil er ja mulen kann, holt er sich schon mal das Gas. Hat auch die Probe unpowered. Ein Match. Kannst du noch richtig lang gehen? Ich glaube, mein Gast mit 20 Minuten war gut. Ja, ich meine. Oh, okay. Die Hellions. 5 Probes. 6 Probes. Lass alle Probes wieder dead. Das heißt, du musst komplett wieder von vorne anfangen. Aber er kann halt nicht rüber und der High makrot sich jetzt hoch, ne? Ja, genau. Also es sollte gewonnen sein für den High. Kann jetzt sogar genau die Banshees reparieren, sogar. Kann er sogar den Stalker fighten. Ich meine, gut, der Stalker wird nie Damage nehmen. Aber. Ja. Ist nur die Frage, wann es Marek einsieht. Auf jeden Fall überragend, dass sowas das letzte Spiel ist. Ich liebe es. Der Raumfahrt ist jetzt noch rübergeflogen, hat hier nicht mehr sein Tech-Lab. Auch. Oh, weißt du, was einfach mega lustig wäre, wenn er mit Gas hätte, wenn er einfach einen Raven gebaut hätte. Ja, Raven wäre stark gewesen. Dann hätte er halt einfach das Prism disabled, während die Units drin sind. Und hätte alle Worker getötet. Ja, der Viking ist auf jeden Fall auf dem Weg. Das heißt, Prism kann dann so, auch. So, jetzt wird wieder getradet auf beiden Seiten. Man kann natürlich ja, recallen. Kommt jetzt der Recall? Muss ja eigentlich. Ich muss doch Dings haben. Nicht, dass ich jetzt wieder alles verliere. Ein Zealot? Ein Zealot wurde reingeworbt. Warum warbst du denn ein Zealot rein? Alles, was dein Gegner hat, ist er. Na gut, er hat seinen Core verloren. Und denkt sich, ich kann nichts anderes warpen. Aber dann hätte ich das Geld auch. Ich hätte das Geld gespart, ja. Genau. Irritierend. Also Marek, und jetzt kommen die Benches wieder und werden wieder alle Pups wegsnacken. Uno, dos, tres, cuatro, na, tres. Oh, auch sehr schön, wie hier Sparkle probiert immer den Fokus zu wechseln. Das ist schwieriger als für Marek zu Micron. Oh, Immortal kriegt auch Schaden. Ah ja, Immortal ist ja nicht so. Und dann lauert die Banshee. Oh, der Viking ist natürlich mega stark. Jetzt kann er doch einfach drauf. Mit voller Energie sollte der Viking es schaffen. Er kann ja den Stalker nicht ausladen. Ja, Prism kann sich auch nicht wirklich heilen. Es kann zwar die Schilde regenerieren, aber es war es auch. Zweiter Viking auf dem Weg. Ja, er kann natürlich safe spielen, ne? Und auf einen zweiten Viking warten. Entspannt. Mit einem Scan ist halt einfach auch geil. Hätte Mule. Ja, statt ein Mule zu callen, ist das geil. Hallo! Ich meine, er kann ja nicht scannen und Mule callen. Dafür viel Energie hat er nicht. Aber das wäre jetzt nice gewesen.
Ah, der eine. Ah, gut, der eine Selle kann natürlich gut das Mining denied natürlich. Könnte eine Widow meinen. Nee, kann er nicht bauen. Der hat 4 Mineralien. Ja. So, jetzt müsste er drauf gehen, denke ich. Na, wir sind jetzt genau zwischen unseren beiden Guesses gleich. Ja, ich hätte auch 5 Minuten aber gesagt. Ja, ja. Aber 20 Minuten, viel Spannung. Komm schon, Marek, halt durch! Ei, okay, das war's. Er hätte auch eine Batterie jetzt gleich gehabt, ne, aber... Ja, mit er landet sogar gleich. Mit dem Viking. Für den Immortal. Oh, da kommt mal Stocker rein, aber... Benchu lebt sogar noch. Ja, das ist GG. Überragend, 6, der High. 50. Wir sind stolz auf ihn. Stark, stark, stark. Starke Partie. Das ist ein Meme-Fest. Zuerst der Battlecruiser und jetzt die Proxy Bench. Eieiei. Eieiei. Und da sind wir am Ende. Mit dem Ganzen. Mit einer überragenden Series. Es war ein Fest. Ein Träumchen. Und gucken mal, ob schon ein fleißiges Helferlein bei Liquipedia unterwegs war. Als ob es sogar ein Eieiei-Emote gibt. Ein Body, what? Ja, da ist es schon. Und dann haben wir nämlich hier schon die Tabelle. Ist der Hai auf Platz 1? Das Wichtigste. Nein, ist er nicht. Ist er nicht, ei. Denn. Oh, No Money. No Money hat eine Map weniger gedroppt gegen Marek. Nee. No Money am gegen Rasen. Marek hat er, glaube ich, auch 20 gespielt. Als das andere Spiel hat er aber 2-0 gespielt. Ja, gegen Baris gerade, ja. Mhm. Deswegen haben wir jetzt hier eine geteilte Tankstelle auf Platz 1 und 2. No Mercy und Sharkripper. Zagrush heute mit einer starken Performance. Aber trotzdem haben wir den Dreierbob hier, auch mit einem guten Comeback. Neuling hat gut gespielt heute, aber hat knapp nicht gereicht. Und wir sehen ganz klar, die Sharkripper Prediction sieht ganz gut aus. Ja, nur weil der arme Össi unten ist, ist arme Zerg braucht Buff, ne? Genau, genau. So ist es. Ja, ist in Liga 1 ja ganz oben. Ich glaube allerdings, dass Marek seine schwersten Spiele erst hinter sich hatte. Weil PvP, das ist seine Welt, die kommt jetzt noch. Und Varis ist, glaube ich, auch für Marek. Da wird er gewinnen. Insofern denke ich, können wir vorstellen, dass Marek alle anderen Spiele gewinnt jetzt. Bis auf vielleicht Tradabob. Wenn es gut läuft. Tradabob ist ziemlich stark. Ja. Sag ich, weiß ich auch nicht. Aber mal gucken. Es wird noch sehr viel passieren in dieser Liga. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir sind gespannt, was nächste Woche passiert. Denn nächste Woche heißt es Shark über Varis. Össi gegen No Mercy. Marek gegen Neuling und Tradabob gegen Zagrash. Oh, das ist auch nice. Das letzte. Össi gegen No Mercy ist auch ziemlich gut. Ja, ja, ja. Össi im TVZ sagt die stärker und TVZ eher No Mercy ist schwächeres Matchup. Könnte auch sehr interessant werden. Ja, da sind wir bei 19 Uhr. Es war mir ein Fest, mein lieber Sohn. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke mich. Und an dieser Stelle sind wir noch so weit, dass wir mal gucken, welche anderen Menschen sich auf Twitch umhertreiben. Wir weisen noch auf 21 Uhr beim guten Akuro geht's weiter mit weiteren Reaper-Liga-Cast. Und wir raiden dann mal hier die guten Sentex-Bruder, den guten Holy Hit. Und wünschen euch viel Spaß und sehen uns nachher wieder um 21 Uhr beim Akuro, hoffentlich im Chat. Viel Spaß, hallo. Ich wünsche euch was, danke soon, bye bye. Guys, should have set up a squad cap. I just put my phone down.